Herzlich willkommen, liebe Landwirtschaft. Wir nehmen Ihre Herausforderung an und lösen gemeinsam Probleme. Das sehen wir durchaus, dass noch viel Optimierungsbedarf da ist. Ich sehe aber auch ein riesiges Interesse der Landwirte seit einigen Jahren, gerade eben ihre Standorte zu verbessern. Die nehmen natürlich sehr gerne Düngemittel, die natürlich auch hoch konzentriert sind, weil sie damit mehr Hektar schaffen. Und da ist der Harnstoff natürlich die Nummer eins. Eigentlich muss eine Bodenbearbeitung immer optimal laufen. Ich kann nur jedem raten, jedes Jahr und immer wieder auf seinen Flächen was Neues auszuprobieren. Ganz wichtig dabei, individuell statt pauschal. Egal ob in Nord- oder Süddeutschland, wir sind überall vor Ort. Also da geht es schon wirklich darum, den Boden zu optimieren, den Standort, damit man das auch alles dann noch weiter gut produzieren kann. Das wird ganz, ganz spannend. Das sind riesige Herausforderungen in der Applikationstechnik, vor der wir da stehen. Lassen Sie sich das nicht entgehen und seien Sie live mit dabei. Guten Abend, liebe Landwirtschaft. Herzlich willkommen zu den Fachtagungen Düngung 2022. Diejenigen, die am Dienstag noch nicht mit dabei waren, die haben wirklich einiges verpasst. Und ich darf Ihnen jetzt noch ein frohes, gesundes und natürlich erfolgreiches neues Jahr wünschen, dass wir mit unseren Fachtagungen und dem Input, den wir hier in den nächsten Wochen erleben werden, gemeinsam begehen wollen. Und wir haben hier für die nächsten Wochen spannende Themen vorbereitet aus dem Pflanzenbau, aus der Wissenschaft. Wir wollen auch so ein bisschen in den Umweltschutz reingucken. Alles hängt sehr eng miteinander zusammen. Und dafür haben wir zu jeder Veranstaltung Fachexperten eingeladen aus unserem eigenen Hause und natürlich auch, damit wir einen kleinen Blick über den Tellerrand kriegen, auch mal ein bisschen was von außerhalb mit dabei zu den Märkten zum Ackerbau, aber natürlich auch mal so ein bisschen Agrarelektronik, da werden wir auch was zu hören. Wir machen hier gemeinsam Online-Seminare, das heißt, Sie haben hier jederzeit die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen über den Chat. Und unsere letzte Veranstaltung, das ist eine Sprechstunde mit unserer Forschung, mit unserer Fachberatung. Und da haben Sie sogar die Möglichkeit, hier Ihre eigenen Herausforderungen hochzuladen. Das heißt, machen Sie Bilder oder Sie können auch eine kleine PowerPoint erstellen und dann gucken wir uns das gemeinsam mit den Experten an und werden hier auch beurteilen, was man optimieren kann. Unser Motto in diesem Jahr bei den Fachtagungen Düngung, das ist der Pflanzenbau zwischen Politik, Ökonomie und Klimawandel. Wir haben eine Menge an Herausforderungen, die wir aber gemeinsam bewältigen. Da bin ich mir sicher. Und bevor wir jetzt fachlich durchstarten, wie immer ein paar organisatorische und technische Details, die ich Ihnen verraten möchte. Ganz wichtig ist natürlich, dass Sie hier bei uns was mitnehmen und das funktioniert nur, wenn Sie auch etwas sehen. Und wenn Sie in Ihrer Webex einmal schauen, dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ansichtsoptionen zu verändern. Da klicken Sie einfach mal drauf, oben rechts in der Ecke. Sie haben hier drei Optionen. Sie können den aktiven Sprecher wählen. Das heißt, dann sehen Sie nur die Person, die hier spricht. Sie haben die Möglichkeit, den Sprecher plus seine Präsentation zu sehen. Das macht natürlich Sinn, wenn man hier wirklich mit dabei sein will. Und dann haben Sie die Möglichkeit, die Rasterfunktion zu wählen. Und über das Raster, da können Sie alle Teilnehmer sehen. Schauen Sie sich mal an, was für Möbel Sie sich demnächst kaufen wollen. Alles möglich und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, mit den anderen Teilnehmern hier zu chatten und neue Kontakte zu knüpfen. Und dabei sollten Sie sich jederzeit stumm schalten, da bitten wir drum. Und ich hatte eben schon darauf hingewiesen, wir machen Online-Seminare und dann zum Schluss eine Sprechstunde. Alles an Programm, was wir anbieten, finden Sie unter düngerevents.de und damit starten wir auch schon fast durch. Ein kleiner Hinweis noch. Es kommt immer wieder die Frage, wie sieht das eigentlich aus mit Teilnehmerzertifikaten, Teilnahmebestätigungen? Das ist natürlich jederzeit möglich. Meine Kollegin, die schreibt es jetzt auch noch mal in den Chat. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an fachberatung@skwp.de und dann gucken wir, ob das stimmt, ob Sie wirklich teilgenommen haben und schicken Ihnen dann ein entsprechendes Zertifikat zu. Und ganz wichtig, wir machen das per Post, also brauchen wir Ihre Anschrift. Und im weiteren Verlauf wollen wir jetzt
fachlich hier durchstarten. Ich habe mir zwei Experten eingeladen, aus dem eigenen Hause mit dabei, der Florian Eisner. Der sitzt jetzt in Kunnersdorf bei Leipzig im Büro seiner Versuchsstation. Guten Abend, Florian. Guten Abend, liebe Landwirtschaft. Guten Abend, Max. Sitzt du da heute Abend ganz alleine? Natürlich, ist doch keiner mehr da. Ist doch keiner mehr da, will keiner mehr arbeiten. Das ist schrecklich. Aber einen habe ich noch gefunden, der auch jetzt noch ran muss. Das ist der Gerrit Hohgrefe von der NU Agrar. Der hat auch schon richtig Lust, hier mit uns die Veranstaltung zu machen. Gerrit, kannst du mich auch schon hören? Bist du gut reingekommen in dieses Jahr? Ja, wunderbar, Max. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen. Freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und man kann natürlich eine gute Laune haben, wenn du einen so enthusiastisch begrüßt, ne? Ja, das ist doch wunderbar. Und ich erkläre noch schnell die Spielregeln für die Zuschauer, die noch nie bei uns dabei waren. Ich sehe immer wieder neue Gesichter. Und es ist so, der Gerrit, der wird jetzt gleich anfangen, wird um die 25 Minuten etwas vortragen. Und das ist bei ihm immer ganz interessant. Der hat wie viele Folien dabei heute Abend? Ich habe jetzt ehrlicherweise gar nicht zusammengezählt, aber die Bilder zählen ja meistens nicht so richtig. So würde ich sagen, vielleicht gute 10, die wir jetzt vorne uns angucken. Ja, und ich habe gesagt 25 Minuten. Da gibt es viele, die dann 30 Folien haben. Aber Sie werden erleben, das ist bei uns nicht so. Nicht nur klick, 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 sondern da kommt richtig was bei raus. Und dann haben wir die Möglichkeit, dem Gerrit Fragen zu stellen. Der Florian übernimmt, der Gerrit entspannt. Und zum Schluss muss der Gerrit nochmal ran. Und da haben Sie dann auch in der zweiten Halbzeit Ihre Möglichkeit, nochmal die ein oder andere Frage loszuwerden. Wir sprechen heute Abend über den Winterraps, Düngung und Pflanzenschutz mit Strategie. Und ich würde sagen, Gerrit, viel Spaß mit dem Publikum. Ich gucke gerade mal rein. Es sind viele neue und alte Gesichter mit dabei. Über 300 Teilnehmer, darf ich an dieser Stelle ganz stolz auch sagen. Und leg los. Ja, Max, besten Dank für die Einleitung. Ich freue mich, dass wir so zahlreich hier zusammengekommen sind zu so später Stunde hier am Abend. Und wir haben uns ja was Interessantes vorgenommen. Der Winterraps, aus finanzieller Sicht dieses Jahr super interessante Kultur. Und wir wollen uns das heute ein bisschen aufteilen. Ich werde also mal einen Blick drauf werfen, wie im Moment die Bestände draußen aussehen. Derzeit haben wir noch keine großen Probleme mit Auswinterung gehabt. Die Bestände, die noch da sind, das werden wir auch gleich nochmal erläutern, die sehen recht erbaulich aus. Und werden dann so ein Stück weit durch die Saison uns einmal durchmanövrieren und am Ende noch einen allgemeinen Teil zur Fruchtfolge machen, zwischendurch wird dann Florian die Düngung übernehmen. Und dann wollen wir auch einmal einsteigen. Und das sind so die Folien, die ich eigentlich bei so einem generellen Rapsvortrag schon seit einigen Jahren mitschleppe. Denn normalerweise ging es in den letzten Jahren mit dem Winterraps tendenziell eher bergab. Ja? Und deswegen ist der Start vom Musterknaben, der er mal war, bevor wir das Neonic-Verbot gekriegt haben, ja, wo er uns mit wirklich super Deckungsbeiträgen erfreut hat. Und bis heute ja eigentlich die Winterblattfrucht ist, die sich durch nichts zu ersetzen lässt oder die durch nichts zu ersetzen ist. Mit den super phytosanitären Vorfruchtwerten, auch aus Sicht des Stickstoffs und mit dem Ertragsanstieg, mit dem verlässlichen Ertragsanstieg über die letzten Jahre als Hybridkultur. Natürlich auch letztlich immer mit einer hoffnungsvollen Erwartung, dass es im nächsten Jahr noch mehr wird. Und er hat sich dann über die Zeit eher zum Sorgenkind entwickelt. Und gerade nach dem Neonic-Verbot haben wir dann doch einen massiveren Ertragseinbruch bekommen. In vielen Betrieben, gerade mit hohem phytosanitären Druck, mit engen Fruchtfolgen, auch Probleme in der Ertragsstabilität, Ertragssprünge. Und das sind jetzt so die letzten, ja, ich würde sagen, 5, 6, 7 Jahre, wo wir nicht immer Freude mit dem Winterraps gehabt haben und dann doch viele schlechte Bestände. Ich erinnere auch mal an die letzten 2, 3 Jahre mit dem Erdfloh, wo wir dann wirklich noch schlechtem Raps gutes Geld hinterhergeworfen haben. Und leider hat sich der Vorteil der guten Stickstoffnachlieferung auch mit der neuen Düngeverordnung in ein Problem bei den Nährstoffsalden und Nährstoffbilanzen herauskristallisiert. Und somit war der Blick auf den Raps in den letzten Jahren nicht mehr ganz so positiv. Und das hat sogar dazu geführt, dass Betriebe auch in unserer Beratungsrunde
selbst in sehr vorzüglichen Rapsanbauregionen dazu übergegangen sind, auf den Hafer zu gehen, auf die Erbsen zu gehen. Also selbst da, wo der Raps sonst die verlässliche Größe war, wurde von ihm abgewichen. Und jetzt habe ich kürzlich meine Anfangsfolien durch diese noch ergänzt. Jetzt wird er vielleicht doch wieder zur Cash-Cow. Wenn wir uns die Preise an der Börse angucken, dann ist das ja alles recht erfreulich, muss man sagen. Jetzt müssen wir nur noch die Kollegen von der SKW überreden, ihren Dünger nicht so teuer zu verkaufen. Und dann machen wir als Landwirte wieder einen richtig guten Schnitt. Das geht mittlerweile sogar schon so weit, dass meine Anfragen zunehmen, wie es denn mit dem Sommerrapsanbau ist. Und ich möchte das vielleicht schon gleich mal vorwegnehmen, denn die Frage wird sicher kommen. Natürlich könnte man mit Sommerraps zu diesen Konditionen auch bei 2,5 Tonnen Ertrag auf mittleren Standort einen guten Deckungsbeitrag und wahrscheinlich auch erstmal einen guten Umsatz machen. Nichtsdestotrotz müssen wir immer sehen, dass wir mit so einem Sommerrapsanbau auf eigentlichen Winterrapsflächen dann doch eine ziemliche Hypothek auf die nächsten Jahre aufnehmen. Ich kann da an der Stelle nur abraten, das zu tun, denn wir werden diesen Sommerraps einfach dann aus den Flächen nicht mehr los. Ja? Der bleibt dann die nächsten 15, 20 Jahre als Ausfallkultur dann da leider in den Flächen stecken und macht dann im Herbst im nächsten Winterrapsanbau ziemliche Probleme, denn er wächst schneller als der Winterraps, überwächst ihn, treibt ihn hoch und nachher wintert uns nicht nur noch der Sommerraps dann aus, sondern auch der Winterraps. Also das ist ein kurzfristiges Vergnügen, was wir da haben. Gerade dort, wo jetzt der Maisanbau zurückgeht, da überlegt natürlich der eine oder andere, auf eine andere Sommerung zu gehen. Und vielleicht ist es da cleverer, erstmal auf eine Leguminose zu springen, als auf einen Sommerrapsanbau. Kleine Ausnahme gibt es natürlich, das muss man sagen. Wer also nicht plant, Winterraps anzubauen, und ich gehe davon aus, dass die an dieser Veranstaltung Teilnehmenden nicht dazu gehören, aber es gibt durchaus Regionen in Deutschland, die natürlich normalerweise kein Raps in der Fruchtfolge haben, also typische Maisregionen beispielsweise, dort, wo normalerweise auch dann Sommerrapsvermehrungen oder so laufen. Das sind durchaus Regionen, die sich auch mal einen Sommerraps leisten können, um auch mal ein Jahr dann Cash zu machen. So, mit diesen Aussichten gehen wir rein in unsere Bestandsaufnahme und gucken uns mal an, wie sieht es draußen überhaupt aus. Und das ist natürlich nicht ganz repräsentativ für die gesamte Bundesrepublik, aber so meine gefühlte Wahrheit für, ich sag mal, alles, was in den nördlicheren Bundesländern derzeit los ist. Und das sind die Bestände, die mir im Moment am wenigsten Kopfzerbrechen bereiten. Die sind nämlich so, wie es sein soll. Ja? Bestände irgendwo zwischen dem 8- und 10-Blatt-Stadium, vielleicht auch schon mal einen Ticken weiter. Das sind so die eher mittelspäten Saattermine, die sich hier relativ unproblematisch präsentieren, die also nicht überwachsen sind, die keinen Stickstoffmangel bisher erlitten haben und die auch für die weitere Bestandesführung recht erfreulich zeigen, eine ordentliche Endaufnahme im Herbst gehabt haben. Also alles in allem recht erbaulich, auch in diesen mittelspäten Beständen wenig Erdflohdruck, wenig Kohlfliegendruck. Also alles in allem der mittelspäte Saattermin, und das ist für milde Lagen, ich würde sagen ab der Monatswende so, Anfang September, und für die kalten Lagen vielleicht so um den 25. August, die sich derzeit so präsentieren. Mit denen bin ich sehr zufrieden. Und davon könnte es eigentlich nicht genug geben, aber es gibt leider auch diese Kandidaten, die zum vergleichsweise normalen oder sogar frühen Termin gesät wurden. Und wenn das dann wie hier auch noch in Einzelkornsaat und überhöhter Saatstärke ist, dann haben wir da häufig die Frage, wenn wir davor stehen, soll jetzt hier Grünkohl oder Rapskorn geerntet werden? Und das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen flapsig, aber da steckt eine ganze Menge Wahrheit drin. Nämlich diese Bestände haben leider ein sehr intensives Blattwerk. Die haben natürlich sehr viel Stickstoff aufgenommen, aber am Ende wollen wir natürlich kein Blatt produzieren, sondern wir wollen am Ende Korn produzieren. Und die Überschrift zeigt schon diesen Gegensatz, denn die großen Blätter verhindern nachher die Belichtung unserer Seitentriebsknospen. Ja? Und die sind immer schön in den Blattachseln insertiert. Ja? Und wenn eben große Blätter über den Blattachselknospen dann drüber hängen und sich gegenseitig beschatten, dann kommt eben unten kein Licht rein. Und das bedeutet dann nachher, dass wir zwar sehr voluminöse
und sehr kräftige Rapse haben. Aber das ist letztlich viel Blattwerk, das ist viel Stiel und das ist am Ende leider zu wenig Korn. Deswegen sind das eher die Bestände, die mir aus ertraglicher Sicht weniger Spaß machen. Die sind im Frühjahr auch deutlich schwieriger zu führen hinsichtlich der Wachstumsregulierung. Da muss man also eine ganze Zeit doch abwarten, bis man den dann aufhält. Und darf nicht zu früh schießen, um nicht noch mehr ins Blatt an der Stelle zu gehen. Und die sind auch aus Sicht der Auswinterung noch nicht über dem Berg. Ja, ganz häufig Bestände, die sich auch hochgetrieben haben, die auch mit mehrfacher Wachstumsregulierung nicht am Boden gehalten werden konnten. Und die machen wir derzeit noch Kopfzerbrechen, solange wir natürlich keine schlimmeren Fröste kriegen und die Witterung bleibt, wie sie derzeit ist, ist das alles unkritisch. Aber das ist ja, die Gefahr ist ja am Ende auch noch nicht gebannt, ja. Und dann haben wir noch die Problemkinder, muss man sagen. Das sind also in diesem Jahr ein Stück weit die Normalsaaten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gesät wurden, und zwar so kurz vor der Monatswende, 25. bis 28., teilweise 30. August, die an vielen Standorten größere Regenmengen nachher bekommen haben. Und ein Großteil dieser Bestände ist schon umgebrochen worden oder nachgesät worden, weil eben der Raps es gar nicht durch die verschlemmte Oberfläche geschafft hat. Und die Bestände, die jetzt noch da sind, die tun sich weiterhin wahnsinnig schwer. Die stehen jetzt im Sechsblattstadium da, sind rot und müssen eigentlich stickstoffmäßig ordentlich gefördert werden, gleich zu Beginn des Düngejahres. Dafür fehlt entweder die Luft in der Bilanz oder auch das nötige Kleingeld am Ende. Und das sind die Bestände, die dieses Jahr sicherlich am undankbarsten sind. Ich möchte im Folgenden einen kleinen Abriss geben, was uns jetzt im Frühjahr erwartet. Und das wird auch ein kleiner Rückblick auf das, was so aus den Erfahrungen der letzten Jahre zusammengesammelt ist. Und im Raps geht es in erster Linie für uns ja mal um die Unterdrückung der Schädlinge und das Inschachhalten der Frühjahrsschädlinge. Nachdem wir mit dem Raps Erdfloh im Herbst schon deutliche Probleme hatten, da können wir gerne nachher in der Fragerunde auch nochmal bei Bedarf drauf eingehen. Da gibt es in einigen Regionen ja deutliche Wirkungsdefizite, was die Insektizide anging. Und da sind natürlich jetzt auch einige Bestände, die noch stark geschädigt jetzt aus dem Winter kommen. Wichtig für Sie, wenn Sie noch Bestände haben, die jetzt voller Larven stecken, ja, voller Erdflohlarven stecken, mit der ersten Rüsslerbekämpfung, die ja im zeitigen Frühjahr dann mit der ersten Erwärmung ansteht, hat man immer noch einen Nebeneffekt auf die Erdflohlarven, die sich auch gerne mal aus dem Stiel noch wieder ausbohren und sich auf der Oberfläche dann sonnen und an anderer Stelle wieder einbohren. Also da ist auch noch nicht, da sind auch noch nicht alle Messen gesungen beim Erdfloh. Aber die Gefahr ist natürlich jetzt erstmal da, dass in diese schon bestehenden Fraßgänge nachher Wasser hineinläuft und damit steigt natürlich auch das Auswinterungsrisiko. Ja? Das kommt nochmal sozusagen erschwerend hinzu zu diesen Beständen, die ohnehin schon stark entwickelt sind, überwachsen sind. Das sind auch meist die, die den stärkeren Erdflohdruck haben. Wir dürfen aber nicht vergessen, die größte Schadwirkung, und das wird gleich zu Beginn des Jahres uns treffen, geht vom Rapsstängelrüssler und vom Kohltriebrüssler aus. Und wir waren in der Vergangenheit immer mit der Vorgabe, wenn es irgendwie 3 Tage mal am Stück größer 15 Grad Temperatur gibt, dann müssten wir vorsichtig sein und dann wird der erste Zuflug passieren. Erfahrungsgemäß hat sich dieser Temperaturanspruch des Stängel- und Triebrüsslers deutlich nach unten korrigiert. Also wenn wir 10, 12 Grad mal 2, 3 Tage am Stück haben, dann bekommen wir schon den ersten Zuflug. Und das ist das typische Einsatzgebiet dann der Klasse 2 Pyrethroide. Das sind dann die Lambda-Cyhalotrine in verschiedenster Ausführung, die dann zum Einsatz kommen, weil wir in der Regel dann noch keinen Glanzkäfer dabei haben. Wichtig ist an der Stelle, wir müssen es mitkriegen, dass dieser Zuflug auch stattfindet. Das heißt, das frühe Aufstehen der Gelbschalen ist die wichtigste Maßnahme, die wir haben. Ja. Das heißt, dafür muss man natürlich rechtzeitig aus dem Skiurlaub zurück sein, das ist ganz klar. Dann die Gelbschalen vor allen Dingen auch an der richtigen Stelle aufstellen. Ja. Manchmal neigen wir natürlich dazu, das irgendwie an der Straße zu tun oder da an der Stelle, wo wir es auch am schnellsten kontrollieren können. Und damit ist uns wenig geholfen. Wir müssen also da 2 Grundsätze
uns klar machen. Der erste ist, von wo fliegen denn diese kleinen Viecher zu? Und das ist leider beim Stängelrüssler und beim Kohltriebrüssler unterschiedlich. Denn der Stängelrüssler überwintert eben im letztjährigen Rapsschlag. Da ist es fast besser, wenn man den Zuflug zu Beginn mitbekommen möchte, im jetzigen Rapsweizen die Gelbschale aufzustellen. Da bin ich eben noch ein Ticken früher informiert, wann es denn losgeht. Und der Kohltriebrüssler, der überwintert eben in Hecken und Gebüsch. Das heißt, im Zweifel müsste ich, je nachdem wie meine Schläge gestellt sind, auf jeden Fall zwei Schalen aufstellen, um einerseits den Zuflug des Triebrüsslers und andererseits den Zuflug des Stängelrüsslers, des großen Schwarzstängelrüsslers, dann auch abzubilden. Aber mit diesen zwei Schalen wären wir schon ganz aufgestellt. Und ich bin am Ende bei meinen Betrieben schon sehr, sehr dankbar, wenn eben diese zwei Situationen abgedeckt sind. Das ist immer besser, als fünf Schalen an der Straße zu haben. Lieber zwei weiter weg und dann gezielt an den Stellen, wo wir auch den Fall erfassen wollen. Dann geht es in der Regel weiter, dass wir nicht nur eine Welle von unseren Stängelrüsslern und Kohltriebrüsslern bekommen, sondern meist im Knospenstadium kriegen wir noch eine zweite, häufig sogar eine dritte. Ich habe Regionen in Thüringen erlebt, da haben wir sogar schon vier Wellen nachher an Stängelrüsslerzuflug gehabt. Das war beeindruckend. Und eine Welle auslassen heißt eben dann auch mit massiven Ertragseinbußen zu kämpfen zu haben. Und in der Regel ist in der zweiten Welle dann auch der Rapsglanzkäfer dabei. Das heißt, da ist dann das typische Einsatzgebiet des Tribons, ja, der auch eine Nebenwirkung noch auf den Rapsglanzkäfer hat, obwohl es ein Pyrethroid ist, nämlich die typischen Pyrethroide Klasse 1. Bei Starkbefall bieten sich dann entweder das Acetamiprid beim Glanzkäfer, das Mospilan oder das Indoxacarb, Achtung, B1, also bienengefährlich, nur einzusetzen, wenn wir tatsächlich noch keine offenen Blüten im Bestand haben. Und dazu zählt übrigens auch das Stiefmütterchen. Ja? Deswegen poche ich immer bei meinen Betrieben auf die Bekämpfung des Stiefmütterchens im Herbst. Wenn wir dann doch mal ein stärkeres Rapsglanzkäferjahr kriegen, dann können wir nämlich die deutlich potenteren B1-Produkte, hier in dem Fall das Avaunt, einsetzen. Wenngleich wir da sehenden Auges natürlich auch jetzt ganz ehrlich sein müssen, dass da mit dem Avaunt uns nicht mehr lange geholfen sein wird. Die Zulassung läuft aus, ist auf EU-Ebene nicht mehr verlängert. Von daher gehen wir mal davon aus, dass wir das in diesem Jahr das letzte Mal einsetzen dürfen. Und da werde ich nachher noch drauf kommen. Es sieht nicht so aus, als würden wir ein starkes Rapsglanzkäferjahr bekommen. Und das größte Problem haben wir eigentlich in der Blüte. Das werden wir uns gleich noch mal etwas genauer angucken. Da haben wir nur noch Pyrethroide zugelassen gegen den KSR, meine Abkürzung hier für den Kohlschotenrüssler. Ja, die Zeile ist einfach nicht lang genug, trotz 16:9 Folie. Da haben wir sozusagen das erste offene Scheunentor, wo wir mit einem Holzgewehr dastehen und gegen die Schädlinge leider nichts mehr anrichten können. Ich möchte ein paar Erfahrungen hier noch zusammenfassen aus den vergangenen Jahren, nachdem wir jetzt uns einmal durch die Saison gearbeitet haben, was die Schädlinge angeht. Und das sind immer wieder Begründungen, die bei mir zurückkommen, die ich jetzt mal hier als die Mythen der Rüsslerbekämpfung zusammengefasst habe. Und das ist, der größte Fehler, den wir tun können, wenn nach der ersten Erwärmung, die ja häufig Ende Februar stattfindet und es danach wieder kalt wird, keine Behandlung gefahren wurde, aus welchen Gründen auch immer, sich dann mit den Worten, es wird ja wieder kalt, zu beruhigen. Und jetzt muss man ganz klar unterscheiden, haben wir an der Stelle einen Schädling, der über die Eiablage oder über den Fraß schädigt. Das heißt, ist die Inaktivität oder die geringere Aktivität infolge der niedrigeren Temperaturen in den nächsten Tagen dann tatsächlich auch mit einer geringeren Schadwirkung verbunden? Und das ist eben bei den Kollegen, die Eier ablegen und die im Falle des Rapsstängelrüsslers natürlich auch innerhalb von 3 Tagen schon ihre Eier ablegen, ja, weil der Reifungsfraß sehr, sehr kurz ist im Vergleich zum Kohltriebrüssler.
dann ein ziemliches Risiko. Ja, die verkriechen sich dann im Bestand, werden weiter den Reifungsfraß durchführen und wenn die Temperaturen auch nur 5, 6, 7 Grad sind, das ist reicht für die Eiablage, wird eben Eiablage stattfinden. Und dadurch, dass wir dann natürlich keine große Aktivität mehr haben, sind sie auch nicht exponiert auf den Pflanzen, sind nicht aktiv unterwegs und wir haben dann natürlich ein riesiges Problem, in einer Kältephase dann gute Wirkungsgrade zu erzielen mit unserer Pyrethroid-Spritz-Applikation. Der zweite Mythos ist, wir haben ja noch Zeit bis zur Eiablage. Ich hatte es gesagt, so ein Rapsstängelrüssler macht vielleicht 3 Tage Reifungsfraß und wenn er vorher schon mal auf dem Nachbarschlag gewesen ist und nur rüberzieht, dann kann es auch sofort losgehen. Also wer da in der ersten Erwärmungsphase in den ersten 2, 3 Tagen nicht aktiv wird, hat auf jeden Fall einen Schaden gesetzt. Das ist die wichtigste Maßnahme, da müssen wir absolut Gewehr bei Fuß sein. Und die meisten haben eben nicht einen alleinigen Zuflug des Kohltriebrüsslers, wo wir schon eine etwas längere Zeit uns nehmen könnten, um die Behandlung zu setzen, weil der einfach 10, 12, 14 Tage Reifungsfraß macht. Häufig haben wir eben ein gemeinsames Auftreten und dann sind doch ein paar Stängelrüssler dabei, die schon Eier ablegen. Und auch das sollte uns nicht dazu verleiten, kein zweites Mal zu spritzen. Wir hatten bereits eine Zuflugswelle, wird mir auch oft entgegengeworfen, wenn es dann keine zweite Behandlung gab. Ich hatte es gerade gesagt, in Thüringen hatten wir bis zu 4 Behandlungszeitpunkte, die gesetzt werden mussten in einem Betrieb. Und das, da kann ich nur jeden ermuntern, offenen Auges einzuschätzen, wie lange hält eigentlich so ein Pyrethroid. Und wenn ich am 28. Februar das erste Mal behandelt habe und am 6. März wird es das nächste Mal warm und die nächste Welle kommt, dann ist die nächste Behandlung angeraten. Ja? Also da ganz klare Behandlungsempfehlung. Ein bisschen Druck aus dem Kessel müssen wir beim Glanzkäfer nehmen und das ist einerseits mal damit zusammenhängt, dass wir derzeit mit einem geringeren Glanzkäferdruck rechnen müssen, denn der Glanzkäfer überwintert als Vollkerf eben in der nahegelegenen Spreuschicht und für den sind diese Temperaturen jetzt gerade super unangenehm, weil er lebt natürlich, hat sich eingebuddelt, aber bei 6, 7 Grad sind natürlich Pilze und Bakterien aktiv und fangen so langsam an ihm zu nagen und ihn aufzufressen. Dem wäre also ordentliche Minustemperaturen mit Inaktivität von Pilzen und Bakterien viel lieber. Im Moment ist das nicht so ganz tierschutzadäquat, was da passiert. Der wird nämlich einfach bei lebendigem Leibe gerade aufgefressen. Von daher gut für uns, schlecht für den Glanzkäfer an der Stelle. Dort, wo wir doch Zuflug haben, bitte ich Sie, von diesen Leuchtturmmonitoren abzusehen. Ja, eine Pflanze im Feld, 15 Käfer drauf, wir müssen losfahren. Vorsicht, Vorsicht, daneben steht die kleine Pflanze und dahinter noch eine kleine, die haben in der Regel sogar 0. Ja, also Linienmonitur statt Leuchtturmmonitur, das müssen wir uns auf die Fahnen schreiben. Und gerade wenn wir die Bestände vorliegen haben, so wie wir sie in den Anfangsbildern gesehen haben, ja, kompensationsfähige, gute Bestände, die müssen in der Regel nicht behandelt werden, denn die haben ein solches Überangebot an Knospen, dass sie es ohne Probleme kompensieren, wenn oben auch mal was weggefressen wird. Ja. Da haben wir natürlich einen krassen Zielkonflikt mit der Düngeverordnung, das müssen wir ehrlicherweise sagen. Wenn wir im Herbst nicht düngen dürfen, dann können wir natürlich auch weniger starke Bestände hinstellen. Da muss sich der Gesetzgeber dann irgendwann auch mal entscheiden. Ja? Sagen das Ihren Bundestagsabgeordneten vor Ort, entweder ich darf im Herbst düngen oder ich muss eben doch schwächere Bestände stärker mit Insektiziden schützen. Klar, ein ganz krasser Zielkonflikt, den wir da gerne auflösen würden. Ja? Und sobald die ersten Blüten offen sind, liebe Kollegen, bitte nicht mehr behandeln gegen den Glanzkäfer. Wir werden immer noch ein paar Weibchen haben, die in den geschlossenen Knospen eben unterwegs sind oder an den geschlossenen Knospen unterwegs sind. Die legen da aber nur Eier ab. Ja? Kein Glanzkäfer hat ein Interesse, sich durch den Rucola zu fressen, wenn eben der Pollen da frei auf dem gedeckten Tisch liegt. Dementsprechend an der Stelle nicht verrückt werden, wenn auch noch Glanzkäfer in den geschlossenen Knospen sind. Die Eiablage durch die Weibchen führt nicht zum Knospenabort und dementsprechend da letztlich als wichtigster Hinweis für die Glanzkäferbekämpfung ist das bitte nicht verrückt machen lassen. Ja? Häufig kriege ich dann Anrufe, der Nachbar fährt, muss ich auch. Das ist keine adäquate Politur an der Stelle. Und hier haben wir natürlich ein ganz handfestes Problem, muss man sagen. Das ist also die wahre Bedrohung am Ende. Und hier wissen wir bei den Schotenschädlingen, dass die Mücke das größte Potenzial hat, uns Probleme zu machen.
Und entgegen der landläufigen Meinung, dass nur ein Mückenschaden eintreten kann, wenn auch der Rüssler vorher die Tür aufgemacht hat, das ist sicherlich kein Nachteil, wenn da schon Löcher drin sind, aber es ist am Ende auch nicht obligatorisch. Ja? Junge Schoten können ganz gut auch von der Mücke selbst durchbohrt werden. Und sie hat eben die Eigenschaft, da gleich mal die ganze Familie abzusetzen, die sich dann da durchfressen, während der Rüssler eben mit 1-2 Eiern da keinen großen Schaden anrichtet. Also die Mücke ist eben das große Problem. Aber nach dem Thiachlorid-Verbot, nach dem Verbot von Biskaya, haben wir eben da keine Möglichkeit mehr, adäquat zu reagieren und gezielt zu reagieren. Vielfach sehen wir zwar das Schwirren von Mücken über den Bestand und dann werden wir schon ein bisschen unruhig. Dann ist immer die Frage, wer ist da in der Lage zu unterscheiden, ob das die Kohlschotenmücke oder Schlupfwespen sind, die als Nützlinge uns ja helfen an der Stelle, vor allen Dingen gegen die nächstjährige Glanzkäferpopulation. Das ist nicht ganz so einfach. Und der Rüssler, auch den können wir nicht mehr bekämpfen. Der hat eine ausgeprägte Pyrethroidresistenz, wird also als Türöffner weiterhin da bleiben. Und hier haben wir gerade in Regionen mit hohem Raps und hoher Rapsanbaudichte natürlich ein massives Problem im Moment. Die Insektizide, liebe Kollegen, auch da müssen Sie einen genaueren Blick drauf werfen. Wie lange sind eigentlich unsere Dauerwirkung? Ja, gerade bei den Pyrethroiden sind 4-5 Tage bei gedämpftem Wetter oder bedecktem Wetter schon eine ganz gute Größenordnung. Bei hoher UV-Strahlung kann das mal auf 2-3 Tage zurückgehen. Wir haben natürlich nur einen Kontaktschutz auf den getroffenen Organen. Und gerade wenn Sie keine CS-formulierten Produkte verwenden, also vermahlene oder SC-Formulierung, dann ist auch eine saure Spritzbrühe nicht nachteilig, um den Abbau im Spritzfass eben zu verringern. Auch da ist das Indoxacarb, unser Abbound, wenn es dann gegen den Glanzkäfer mal speziell geht, super anfällig. Also auch da aufpassen, dass die Spritzbrühe sauer eingestellt ist. Das Avant wirkt besser bei höheren Temperaturen und hat auch eine etwas längere Dauerwirkung, läuft immer etwas langsamer an in seiner Kontaktwirkung. Ja? Also nicht am Tag danach, sondern mal 2-3 Tage später gucken, dann ist die Wirkung in der Regel voll da. Und beim Acetamiprid, die Neonicotinoide haben bei der pH-Wert-Beeinflussung oder bei der Beeinflussung durch den pH-Wert keine Probleme, ja, also keinen verstärkten Abbau, sollten auch bei höheren Temperaturen eingesetzt werden und haben von allen Produkten, die wir jetzt zur Verfügung haben, noch die längste Dauerwirkung. Das Acetamiprid hat auch eine gute Wasserlöslichkeit, wird also auch relativ schnell in der Pflanze verteilt. Meine letzte Folie vor dem Übergang. Wie sollten wir zukünftig diesem hohen Schädlingsdruck begegnen? Weil das ist sozusagen der Key-Faktor im Raps. Ja. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir Druck aus dem System nehmen, egal wie. Und da wird es viel mehr darauf ankommen, dass wir in der Region den Raps zu einzelnen Jahren eliminieren, dass wir sie aus einigen Gemarkungen einfach raushalten. Das heißt, ein Stück weit in eine Gewannewirtschaft kommen, ja, mit den Kollegen. Die Fruchtfolge kann da weniger anrichten, muss man fairerweise sagen. Das werden wir uns im zweiten Teil auch noch etwas genauer angucken. Unsere Stoppelhygiene, die muss wirklich intensiviert werden. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, weil wir nicht alles mit der Fruchtfolge leider lösen können. Und wir müssen die Wirksamkeit unserer Insektizide sicherstellen. Ja, es ist nicht zu erwarten, dass wir jetzt kurzfristig noch eine Verbesserung dort bekommen oder neue Produkte bekommen, die uns sogenannte Game Changer sind. Das heißt, jede nicht notwendige Behandlung wirklich unterlassen und sich an den Bekämpfungsrichtwerten orientieren. Und das ist völlig trivial, dieser Zusammenhang. Ja, wir sind jetzt alle in epidemiologischen Gesichtspunkten geschult. Ja, wir haben natürlich, wenn wir nicht behandeln, eben Fitnessverluste der mutierten Individuen. Das sollten wir dann in jedem Fall nutzen. Das heißt, diejenigen, die Pyrethroidresistenz haben, vermehren sich vielleicht langsamer, ja, finden ihre Weibchen, die Männchen finden ihre Weibchen nicht so leicht, all solche Dinge. Das heißt, in einer Population, wo nicht selektiert wird durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, setzen sich dann im Zweifel auch die sensitiveren Tiere wieder durch. Ja? Die Nützlinge schonen wir darüber hinaus noch. Schönes Beispiel
ist die Blattrandkäferbekämpfung in der Ackerbohne. Die nehme ich immer ganz gerne her, weil das so sehr offensichtlich ist. Ja? Wenn wir in der Ackerbohne den Blattrandkäfer rausnehmen, dann haben wir sicher 2-3 Wochen später die Blattlausepidemie, weil eben auch häufig die Nützlinge dann aus dem Spiel genommen wurden und die Blattläuse dann erstmal richtig durchstarten können. Ja? Ich hatte gesagt, die Gelbschalenproblematik, ja, stellen Sie es an der richtigen Stelle auf, und nachher bitte den Glanzkäfer an den Pflanzen bonitieren, nicht in der Gelbschale. Auch solche Themen sind wichtig. Das gleiche gilt für den Kohlschotenrüssler, den es eben auf den Pflanzen zu bonitieren gilt. Und gerade beim Erdfloh, wer jetzt noch Erdflohprobleme hat, werfen Sie die Flinte nicht ins Korn. Die Larven sind in der Regel deutlich anfälliger für Pyretroide. Das heißt, wenn die nochmal rauskommen, sind das Stadien, die viel sensitiver sind, als es jetzt der adulte Käfer ist. Ja? Auch wenn Sie den adulten Käfer nicht bekämpfen konnten, die Eiablage stattgefunden hat. Die Larven lassen sich häufig noch recht gut bekämpfen. Ja, und bei aller Zurückhaltung, wenn Druck da ist, dann müssen wir auch konsequent am Ball bleiben. Und wenn die Wirkung ausgelaufen ist, nach 4 Tagen, 5 Tagen des Pyretroides und es ist weiterhin Druck da oder die nächste Welle ist da, dann muss auch die nächste Behandlung. Zuschauer, wenn Sie den Vortrag von Gerrit nochmal abrufen wollen, dann ist das möglich unter düngerevents.de mit Ihrem persönlichen Zugang. Da ist alles für Sie hinterlegt. Wird morgen früh, je nachdem, wie schnell er das rüberschickt, da auch schon dann verfügbar sein. Natürlich wird dort auch der Florian seinen Vortrag für Sie hinterlegen. Und wenn Sie das Ganze nochmal aufgezeichnet, auch mit ein paar Tönen dann sehen wollen, ist das bei YouTube natürlich auch zu finden. Und mir hat das Ganze sehr gut gefallen, denn du bist heute sehr zügig durchgekommen. Und da wollen wir gleich mal schauen, da sind ein paar Fragen reingekommen für dich. Und zwar kurze Fragen, schnelle Antwort, wie wir das immer so machen. Wie hoch sollte die Saatstärke bei Einzelkornsaat gegenüber Normalsaat sein? Das ist natürlich nur mit einer Beraterantwort, das kommt drauf an, zu beantworten, nämlich auf die, auf den Beinabstand. Ja? Wenn ich also anstrebe, einen Abstand zwischen den Pflanzen zu bekommen von zwischen 8 und 12, also im Mittel vielleicht 10 Zentimeter, die soll ich schon einhalten, weil wir sonst letztlich ein zu frühes Überlappen der Blätter bekommen und ein zu frühes Hochschieben, da müssen wir diese 10 Zentimeter eigentlich einhalten. Ja, 12,5 wären mir lieber, aber 10 sind schon okay. Das heißt, wenn ich in der 50er Reihe bin, dann habe ich zwei Meter laufende Reihe pro Quadratmeter. Und das heißt, 200 Zentimeter durch 10 sind 20 Körner, die dann da fallen können. Ja, das heißt, da brauche ich schon eine ordentliche Risikobereitschaft, wenn ich so dünn sehen will. Von daher sind sicherlich engere Reihenabstände auf 37,5 etwas gegebener und dann können wir vielleicht mal auf 25 Körner raufgehen. Ich muss sagen, dass ich in der Praxis diejenigen, die jetzt schon 4., 5. Jahr mit Einzelkornsaat arbeiten im Raps, die ersten auf die Größenordnung 17, 18 Körner rangetastet haben, weil mit den modernen Maschinen wirklich jedes Korn kommt. Das ist schon absolut beeindruckend, was da geleistet werden kann. Und da muss man nicht, muss man bei guter Keimfähigkeit also schon nicht zu mutig sein, aber die 20 Körner, 22 Körner, die gehen schon. Und bei engeren Reihenabständen können sie auch noch weiter hochgehen. Ne? Also der Abstand in der Reihe entscheidet über die Saatstärke. Ja, es kommt drauf an, das kann natürlich auch eine schwierige Entscheidung dann werden. Deshalb mein Vorschlag, der Fragesteller, der lädt euch beiden, dich, Gerrit und auch Florian, mal zu sich ein und dann könnt ihr eine Vor-Ort-Beratung machen. Das ist alles möglich und dann werden wir auch das kommt drauf an so ein bisschen verdrängen können. Wir machen weiter. Warum hat die Buteo Startbeize im letzten Herbst eine so schlechte Wirkung auf die Raps-Erdflöhe? Kannst du da was zu sagen? Ganz schnelle Antwort. Ja, das kann ich sagen. Der massive Druck hat einfach die Potenz des Mittels überfordert. Ganz, ganz schlicht und einfach. Super, simpel, versteht jeder. Dann werden wir jetzt international. Wir starten mit Österreich und zwar eine ganz konkrete Frage. Das finde ich richtig gut vom Zuschauer. Wir, Südostösterreich, hatten um den Jahreswechsel sehr hohe Temperaturen, 3 Tage um 12 bis 14 Grad. In diesen 3 Tagen wurden zwischen dem 31.12. und dem 2.1. über 100 Stück Stängelrüssler gezählt. Was machen die Rüssler jetzt im Bestand? Sind da Schäden zu erwarten? Ja,
Kollegen sagen natürlich, Mensch, da ist noch gar kein Bestand, der aufgestängelt ist. Wo soll er denn reinstechen? Er geht jetzt erst in die, Blattstiele. Aber meiner Erfahrung nach sind immer wieder Pflanzen dabei, die zumindest schon mal 2-3 Zentimeter Stängel haben. Und die werden natürlich angestochen. Das ist genau die Situation, die ich beschrieben habe, die sich vielleicht weiter im Norden erst im Februar oder Mitte Februar ergibt, die wir jetzt in dem Fall in Südostösterreich schon zum Jahreswechsel hatten. Krasse Situation, aber der Druck muss raus. Ja, wir bleiben im Ausland. Ich weiß nicht, aus welchem Land die Frage kommt, aber welchen Temperaturanspruch hat der Wirkstoff Chlorpyrifos gegen Triebrüssler? Kannst du da was zu sagen? Wer darf denn hier noch Chlorpyrifos einsetzen? Chlorpyrifos ich sag ja Ausland. Ja, zu den Organophosphaten und funktioniert auch bei höheren Temperaturen noch gut. Unterhalb von 8 Grad ist das Chlorpyrifos ein Ticken schwächer. Also so zwischen 8 und 15 Grad ist das gut aufgehoben. Ab 20 Grad würde ich es nicht mehr einsetzen. Ja, wir kommen wieder nach Deutschland zurück. Und zwar, Nexide wird wirkungsvoller als zum Beispiel Karate angepriesen. Ist da was dran, Gerrit? Kann ich aus meiner Erfahrung nicht sagen, sind beides CS-formulierte Produkte und dementsprechend zumindest gegen Abbau geschützt und auch von langer Dauerwirkung hinsichtlich des UV-Abbaus. Würde ich soweit nicht auseinanderstellen, habe ich in der Praxis nicht beobachtet. Gut, dann aus welcher Entfernung fliegen Stängelrüssler und Glanzkäfer zu? Die Glanzkäfer aus einer Größenordnung bis 5 Kilometer, also da brauchen wir schon ein ordentliches Gewanne, damit wir das frei halten. Stängelrüssler, würde ich sagen, Ticken kürzer. Da sind vielleicht 1-2 Kilometer so der Umkreis, der realistisch befallen wird. Ja, dann Schotenschädlinge. Reicht es, wenn man nach der Blüte behandelt, eine Randbehandlung macht? Häufig ist der Zuflug der Kohlschotenmücke deutlich verspätet. Und wir haben natürlich da immer ein Problem, dass wir nur einmal durchfahren wollen und dementsprechend dann, wenn es noch gerade geht, unsere Blütenbehandlung machen und das Insektizid mitgenommen haben. Das hat sicherlich auch zu einer Forcierung des Problems der Resistenzentwicklung da geführt. Häufig ist der große Druck Kohlschotenmücke später, sodass sich in vielen Betrieben, wenn wir sie denn bonitiert haben, Randbehandlung zu einem späteren Zeitpunkt fahren lasse, die dann sehr, sehr hohe Effizienz haben, ja. Das kann ich nur raten, wenn da Stelzenschlepper denn zur Verfügung stehen. Wir kommen gleich zur nächsten Frage. Können Rapsschädlinge mit der Pheromonfalle verwirrt werden? Ja, nein, vielleicht. Einmal ankreuzen, Gerrit. Natürlich werden die darauf reagieren, wenn wir das richtige Pheromon einsetzen. Aber die Frage ist, wie viel wollen wir davon aufhängen von den Klebchen? Das halte ich für weniger erfolgversprechend. Was natürlich stattfindet, ist ein gewisser Repellent-Effekt, den wir durch Pyretroide beispielsweise sehen. Also wenn es stinkt, verlassen sie den Bestand. Aber ist mir zumindest wissenschaftlich nichts bekannt, dass wir jetzt mit Ausbringung breitflächiger Pheromone dann da eine Ablenkung stattfinden lassen können und die Klebetafeln oder andere Pheromonfallen dann als, ich sag mal, Barriere aufzubauen. Das müsste man mal abtesten, aber ich halte das von meinem jetzigen Blick für nicht erfolgversprechend. Ja, dann hat sich der Kollege aus Österreich nochmal gemeldet und der fragt, wäre eine Behandlung jetzt angeraten gewesen? Zum Zeitpunkt der hohen Temperaturen in jedem Fall und jetzt hat es im Prinzip keinen Zweck mehr, weil bei 5-6 Grad werden die sich irgendwo verkrochen haben, vielleicht auch im Oberboden irgendwo zwischen den Pflanzen, wo sie einfach nicht exponiert sind, ja, wo wir sie einfach nicht treffen und das direkte Treffen ist eben das Wichtige. Natürlich haben wir 4-5 Tage Dauerwirkung des Belages auf der Pflanze, aber auch die muss dann erst belaufen werden, da müssen eben ganz andere Mengen dann aufgenommen werden, als wenn ich das Insekt eben bei hoher Aktivität direkt treffe. Das heißt, jetzt eine Behandlung zu fahren, halte ich nicht für sinnvoll. Wenn nicht zu dem Zeitpunkt behandelt wurde, ist jetzt abwarten und hoffen angesagt. Ja, und dann habe ich für dich auch schon die erste Frage zur Düngung. Wann kann ich am besten Bor mit dazugeben? Das geht jetzt an mich noch? Ja, natürlich.
Ja, Bor können wir letztlich immer mit dazugeben, wenn wir zuerst formulierte Pyrethroide dabei haben. Ich denke, in diese Richtung spielt diese Frage, nämlich auf die pH-Werterhöhung des Bores in der Spritze. Und das sollten wir in diesem Jahr gerade auf Standorten, wo es ein bisschen mehr Niederschlag gegeben hat, schon frühzeitig tun. Das heißt, ich mache das gerne schon in der ersten Stängelrüsselerbekämpfung, setze dann aber auf CS-formulierte Produkte, die letztlich diesem pH-Abbau weniger unterlegen sind, weil sie durch den Fetttropfen sozusagen nicht direkt mit dem Wasser in Verbindung sind. Das heißt, ein hydrolytischer Abbau passiert da nicht so schnell. Und wir haben eben mit dem Bor einen Wirkstoff oder einen Nährstoff, der über Regen gerne ausgewaschen wird. Das ist Borat, ja, ist ein Anion, so wird das Bor aufgenommen. Und deswegen würde ich dazu raten, in den frühen Applikationen schon Bor mitzunehmen, um da gar nicht erst sozusagen einen Mangel entstehen zu lassen. Und das dann aus der Kombination normales Bor plus CS-formuliertes Pyrethroid zu machen. Ja, wunderbar. Wir kriegen schon vermehrt jetzt Fragen zur Düngung rein. Das heißt natürlich für dich, jetzt ein bisschen Pause machen. Aber eine persönliche Frage habe ich noch. Du bist ja jetzt auch lange Zeit im Homeoffice, nehme ich an, ne? So ist das, ja. Wieder jetzt, muss man sagen. Merkst du da auch, dass sich die Socken langsam durchlaufen? Ja, das ist so. Wenn man auf dem Teppich hier rumläuft, ich laufe ja lieber draußen in Gummistiefeln rum, aber im Homeoffice geht das schon fix. Und ich muss dann immer aufpassen, dass ich die rechtzeitig aussortiere, damit ich nicht irgendwo peinlich mit durchlöcherten Socken sitze. Ja, und da habe ich natürlich was für die Zuschauer mitgebracht. Unsere Socken vom Düngerfuchs. Und sie haben die Möglichkeit, die Socken jetzt zu bestellen in ihrer Größe. Wir haben die für Damen und für Herren. Ab Größe 35 geht's los, bis zur Größe 46. Sie schreiben uns eine E-Mail an fachberatung@düngerfuchs.de. Meine Kollegin schreibt es gleich in den Chat. Und dann können Sie sich ein paar Socken nach Hause bestellen. Und wir wechseln jetzt direkt zu Florian. Bist du schon da, Florian? Ich bin da und höre euch, wenn ihr mich das auch hört. Das sieht doch gut aus. Wir können dich jetzt auch hören. Und ich hoffe, du hast auch ein paar Socken an. Ich habe auch ein paar Socken an. Ich habe auch die Heizung an. Also so kalt ist es nicht. Das ist gut. Und ich habe hier schon erste Fragen reingekriegt zur Düngung. Aber ich will erstmal deinen Vortrag abwarten. Vielleicht wird da ja schon das ein oder andere geklärt. Das hoffe ich doch, dass man da ein bisschen für Klarheit und für neue Ansätze und Sichtweisen sorgen können an der einen oder anderen Stelle. Ja, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Hallo in die Runde und alles Gute im neuen Jahr und vor allen Dingen auch gute und wirtschaftlich stabile Erträge. Damit möchte ich starten. Und Gerrit hat schon ein paar Einblicke in den Pflanzenschutz und eine spannende Schädlingsdebatte gegeben. Ich gehe in einer anderen spannenden fachlichen Diskussion weiter, nämlich die Rapsdüngung 2022. Und ja, das nützt alles nichts. Wir müssen an allen Stellschrauben drehen, um dort erfolgreich durchs Jahr zu kommen, denke ich. Auch das hatte Gerrit schon angesprochen. Winterraps nach dem Wegfall der Neonix ist jetzt kein Erfolgsmodell in den letzten Jahren so richtig gewesen. Schon wenn man sich allein mal die Durchschnittserträge da anguckt, gerade 2018, wenn Trockenheit und Schädlinge dann zusammenkommen, das verspricht nur Unheil. Hoffen wir mal, dass diese Delle hier jetzt einen exponentiellen Anstieg in diesem Fall mal nach oben hat, der dann sich auch positiv ausdrücken würde, sodass wir da ansprechende Erträge im Schnitt wieder realisieren können. Aber ich kann mich an Vorträge von Ludger Alpmann von Rapul erinnern, wo wir über den 5 und dann über den 6 Tonnen Raps gesprochen haben. Ich glaube, das sind erstmal Wunschträume. Da brauchen wir eine Weile, ehe wir dort wieder zumindest in Praxisflächen ankommen können. Ja, wenn wir über die Düngung sprechen und die aktuellen Preise natürlich alle im Blick haben, stellt sich die Frage, naja, was kommt denn raus, wenn wir den einfach nicht düngen? Vielleicht geht das auch. Und wir haben mal Versuche zusammengesammelt von 2017 bis 2021.
die ungedüngten Winterrapse über ganz Deutschland versus den 100% Düngebedarfsermittlung gedüngten Rapsen mit Piamon 33S, also Stickstoff, Schwefel, optimal versorgt. Und dort ergibt sich das Bild, dass wir über 44 Versuche in diesen Jahren ungedüngt auch 32 Dezitonnen im Exaktversuch, muss man dazu sagen, ernten. Also da ziehen wir mal zur Praxisfläche noch 15% ab. Und in den Gedüngten landen wir dabei 41 Dezitonnen. Und dort ist einfach eine Ertragssteigerung zwischen oder vom ungedüngten zur 100% gedüngten Variante von 28% drin. Ich habe jetzt im Studium nicht so ganz groß die Ökonomie belegt, aber bei den aktuellen Preisen, denke ich, lohnt sich dort, dass die Düngung auch ausgereizt wird und man einfach diesen Ertragsvorteil des gedüngten Rapses ausschöpft und das für sich wirtschaftlich sicherstellt. Allerdings, und das hat Gerrit auch eindrücklich schon gezeigt, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Da muss ein Fundament da sein, ein Rapsbestand, mit dem ich arbeiten kann. Und das fängt bei ganz simplen Sachen an. Ich muss mir mal eine Phosphor-Kali-Magnesium-Versorgung am Standort mal anschauen. Muss ich immer machen, aber in Zeiten, wo Nährstoffe knapp und teuer sind, noch mal einmal mehr. Wenn dort schon ganz grundsätzlich was im Argen liegt oder auch der pH-Wert ganz im Argen liegt, dann brauche ich mit ganz teurem N dort nicht Vollgas geben, weil ich dann auch nicht maximale Erträge erreichen werde. Das ist jetzt keine neue Weisheit, die ich da präsentiere. Das ist einfach Wissen, was ich in Erinnerung rufen möchte. Habe ich Bodenverdichtungen auf den Standorten? Im letzten Jahr hatten wir teilweise nasse Erntebedingungen, nasse Aussaatbedingungen in manchen Regionen. Wer dann nicht die mit den Verschlemmungen des frisch gesäten Rapses zu kämpfen hatte, hatte teilweise dann mit enorm nassen Aussaatbedingungen und späten Aussaatzeitpunkten zu rechnen, zu tun, sodass man enorm heterogene Rapsbestände zwischen den Regionen beobachten kann. Also wirklich vom Grünkohl bis, ich nenne es jetzt mal gerade geschlüpft, ist da alles irgendwo teilweise vertreten. Und da muss man sich natürlich das Bild machen, wo siedelt man sich da an. Dementsprechend unterschiedlich ist auch die Wurzelentwicklung. Raps hat ein ausgesprochen gutes Wurzelsystem, hohe Nährstoffaneignungsvermögen, auch in tieferen Bodenschichten. Aber dazu muss ich ein intaktes Wurzelsystem, eine schöne Pfahlwurzel ausgebildet haben. Da hilft es auch nichts. Da muss man ab und zu mal in den Bestand mit Spaten und einfach mal graben, wie sehen die Pflanzen aus, was habe ich dort zu erwarten. Schädlingsdruck im Herbst und im kommenden Frühjahr wird uns das auch wieder erwarten. Regional unterschiedlich, bis hin zu wahnsinnigem Erdflohbefall jetzt im Herbst in vielen Regionen, was man so gehört hat. Boma-Infektionen, auch am einen oder anderen Standort ein Thema. Und Kalfröste, das kann uns, glaube ich, noch ein Stück weit begleiten. Wir hatten hier am Standort in Kunersdorf, das ist östlich von Leipzig in Sachsen, an den Weihnachtsfeiertagen schon mal knapp minus 12 Grad Lufttemperatur, während dann wiederum an Silvester 12 Grad plus waren. Also auch Temperaturschwankungen extrem, sodass dort natürlich der Raps auch Stress hat und hatte. All das führt zu einer gegebenen Bestandesentwicklung, die sowohl im Herbst vorlag als auch im Frühjahr vorliegen wird. Und diesen Ist-Zustand muss ich mir vor allen Düngungsmaßnahmen und bei diesen Preisen, die uns erwarten und vorliegen, einmal näher betrachten und angehen. Bevor wir da einsteigen und uns die Stickstoffdüngung ein bisschen detaillierter anschauen, ein paar kurze Worte, letztlich nur vier zum Schwefel. Schwefel ist ein Muss, Ausrufezeichen, Punkt. Das sollte im Raps gesetzt sein. Sonst haben wir eine optimale oder eine suboptimale N-Verwertung, weil nicht ausreichend Schwefel gegeben ist. Verhältnis 10:1, eher ein bisschen mehr Schwefel als zu wenig in den Kulturen. Aus unserem Hause, und das soll dann auch der letzte Einblender hier gewesen sein, zu den Produkten,
mit Schwefel einmal das Piamon und dann das Raps Power, also aus dem granulierten Bereich. Im flüssigen Bereich dann die stabilisierten Produkte der Alzonfamilie und im flüssigen Bereich die Piasane G20-8 oder S25-6 mit unterschiedlichen Schwefelgehalten. Schauen Sie da mal auf der Website vorbei. Da will ich jetzt nicht viel mehr Worte zu verlieren. Dann möchte ich mal in eine schlagspezifische Düngebedarfsermittlung mit 4 Situationen einsteigen. Ich habe das mal relativ simpel in so einer Tabelle hier aufgezogen. Ertragsniveau, ein guter Standort, der noch mit 40 Dezitonnen Ertragserwartungen kalkulieren kann und ein N-Soll-Wert nach Düngeverordnung von 200 Kilogramm N pro Hektar. Und dem Ganzen setzen wir 3 Szenarien auf. Das eine nennen wir mal warmes Büro. Der nicht so geneigte Betriebsleiter, der das aus dem absoluten Bürofenster verfolgt. Eine Variante normal und ein üppiger Bestand. Warmes Büro, jetzt muss ich hier gucken, dass ich hier weiterkomme, beinhaltet, dass man die Werte, die Standardwerte für die NWIN-Bestimmung nach Kammer- oder Landesanstaltsvorgaben benutzt. Schaut man nach dem Standort und was dann entsprechend herausgegeben wird. In dem Fall nehmen wir mal 30 Kilo N-Min an. Zu- und Abschlag für eine Frischmassebestimmung. Da ist es nass, da ist es kalt, da war er nicht draußen, der Betriebsleiter. Wird schon so passen, hat in den Jahren davor auch gepasst, plus minus null. Sodass er dort letzten Endes bei 170 Kilogramm N-Düngung rauskommt. Wir lassen jetzt mal alle Zu- und Abschläge für Vorfrüchte, organische Düngung, Humusgehalt und was da noch alles so mit reinspielen kann, außen vor. Diese Position hat diese Betrachtung warmes Büro außen vor gelassen. Die ist aber nicht so ganz unerheblich und wissenschaftlich auch belegt und etabliert, denke ich, die Frischmassebestimmung im Herbst, die in Korrelation zur N-Aufnahme steht, entweder als Quadratmeterschnitt oder die Bestimmung mit dem Sensor als Überfahrt im Herbst, um sich einen Überblick zur Biomasse des Bestandes und damit zur N-Aufnahme und den Rückschlüssen auf die Anrechenbarkeiten zu machen. Möchte ich nicht weiter darauf eingehen, ist eigentlich etabliert. Wir sehen auch hier jetzt mal so ein Bild von unseren Rapsbeständen aus dem letzten Jahr. Mal unterschiedliche Bestände, schwach, mittel und üppig. Und die auch vielen bekannte N-Waage von Rapul, die es dort gibt, die entsprechend die Frischmasse des Quadratmeters erfasst und dann auch anzeigt, wie die gefundene Frischmasse in Beziehung in Anrechnung zu bringenden Zu- oder auch Abschlägen. Aber Abschläge wollen wir mal nicht hoffen, dass wir die machen, weil die sind teuer in diesem Jahr. Und da gehen wir mal zur Variante normal. Das ist der Betriebsleiter, der entweder selbst oder seine Kollegen rausschickt und die N-Min-Werte ermitteln lässt. Könnte jetzt der Nachbarbetrieb sein, der stellt fest, huch, da sind ja doch 13 Kilo N-Min mehr im Boden. Und er hat die Frischmasse bestimmt im Herbst, 1,5 Kilo pro Quadratmeter und kann dort 17 N rechnerisch in Abzug bringen. Gebe zu, ich habe hier mal ein bisschen mit runden Zahlen gespielt, damit man da ein rundes Ergebnis kommt. Sind 138 Kilo N, die dort zu düngen sind. Oder ich habe mich verrechnet. Und die Variante, der üppige Bestand, das sind in dem Fall ein Min-Gehalt von 65 Kilo noch im Boden, 0 bis 90. Dort muss man auch mal schauen, wie ist die Schicht in 60 bis 90 anrechenbar in der Region bei dem Bodentyp, den man hat. Und er hat
das waren dann so im Bestand und noch vielleicht ein bisschen drunter, doch ein Kohl gezüchtet da und kann dort entsprechend 35 Kilo in Abschlag bringen, die über die Frischmasse im Herbst schon aufgenommen sind. Und dann sieht man, dann ist man an so einem Standort schon mal nur bei 100 Kilo N, die noch rechnerisch gedüngt werden müssen. Und das ist das, was ich zeigen will. Eine N-Min-Untersuchung in diesem Jahr schlagindividuell bietet für meine Begriffe keine Nachteile. Das kann nur Vorteile generieren. Und die in Anrechnung der Bestandesfülle als Frischmasse kann sich eigentlich auch nur positiv auswirken für meine Begriffe. Wenn wir jetzt hier mal was sind das, 100 Kilo N, die dort irgendwo im Boden und im Bestand stecken, betrachtet. Und das, ich komme gleich noch dazu, mit 2,20 Euro pro Kilogramm N monetarisiert, dann sind das irgendwo 220 Euro, die ich über eine einfache Frischmassebestimmung und eine N-Min-Analyse im Betrieb halte. Und das mal meine Rapsanbaufläche. Da kann man die Frau schon mal zum Essen ausführen und sogar noch einen leckeren Drink für ausgeben am Abend, wenn man das beachtet, denke ich. Und dass auch Stickstoffdüngung in diesem Jahr wirtschaftlich ist, möchte ich in der folgenden Betrachtung mal weiterführen. Wir haben die Düngung nach den unterschiedlichen Szenarien, die N-Mengen, die sich ergeben, und die entsprechenden Erlöse. Wir gehen davon aus, die 40 Dezitonnen, die anvisiert werden, werden erreicht. Das Ertragsmaximum vom Raps ist relativ schnell im Moment erreicht, sodass auch diese Überdüngung da im Hinblick auf eine Ertragsmaximierung nicht mehr viel ausmachen wird. Bei einem Erlös, wenn der Betrieb aufgepasst hat, von 55 Euro je Dezitonnen, die lassen sich erzielen. Auch für die Ernte X22 sind wir bei 2.200 Euro Erlös je Hektar. Und demgegenüber stehen aber dann unterschiedliche Kosten für die N-Düngung bei einem zugrunde gelegten Rechenwert von 2,20 Euro je Kilogramm N. Und da möchte ich Sie auch einfach darauf hinweisen, rechnen Sie pro Kilogramm N. Der Preis je Tonne ist vollkommen egal. Die N-Gehalte sind unterschiedlich. Schauen Sie sich diesen Wert an. Das muss die Vergleichs- und Bezugsbasis sein. Und da kommt eben der Kollege, der hier alles aus dem Büro dirigiert und einen warmen Hintern haben möchte, auf 374 Euro je Hektar. Während der Kollege, der zumindest rausgeht und seine realistische Situation einschätzt und nichts falsch gemacht hat, in dem Sinne schon mal 70 Euro weniger ausgibt. Und der Kollege, der wahrscheinlich ganz nervös war bei der Aussaat, eine Frühsaat hatte und im letzten Jahr eine schlecht erntende Gerste vorweg oder ähnliches und dann entsprechende N-Min-Werte auch noch vorgefunden hat, die auch dann plausibel sein müssen, das muss man sich auch immer vor Augen führen, der gibt nur 220 Euro aus. Und das macht sich natürlich dann auch in den düngekostenfreien Leistungen bemerkbar, die hier in entsprechenden Größenordnungen schwanken. Und das ist in der aktuellen Situation einfach ein Wert, Geld, was ich habe oder was ich nicht habe. Und verschenken muss man nichts. Dort kann man kritisch rangehen und sozusagen alle pflanzenbaulichen Dinge ausnutzen, die zur Verfügung stehen und die auch wissenschaftlich fundiert sind. Genau. Und als Quintessenz und Zwischenfazit an dieser Stelle sei dann gesagt, die Wirtschaftlichkeit der Rapsdüngung ist auch in 2022 unter diesen gegebenen Preis- und Erlössituationen gegeben. Dann stellt sich in diesem Zusammenhang natürlich die Frage nach dem Düngebedarf moderner Rapssorten. Einige Züchterhäuser agieren da mit lustigen Begriffen, wie sie diese Sorten umschreiben, die eine geringere N-Sensitivität aufweisen sollen oder eine höhere N-Effektivität, je nachdem, wie man es betrachtet. Wir haben uns am Standort in Kunersdorf, östlich von Leipzig,
auf einem Standort 50 Bodenpunkte, zwischen 40 und 50 Bodenpunkten, ausgeprägte Vorsommertrockenheit in Normaljahren, durchschnittlich 600 mm Jahresniederschlag, der Thematik uns mal angenommen und haben 4 Top-Sorten des aktuellen Sortiments von unterschiedlichen Züchtern im zweifaktuellen Versuch Sorte mal Düngungssystem gegenübergestellt, alle ohne Düngung gedüngt, alle mit 2/3 der Optimalmenge, in diesem Fall 120 Kilo N gedüngt und alle 4 optimalst ausgedüngt und dann mal über die Sorten verrechnet und gegenübergestellt. Man sieht, der Ertragsanstieg von ungedüngt zu 2/3 der N-Düngung ist gegeben und hier fängt dann, also man könnte wahrscheinlich hier, das macht man an 3 Punkten nicht, auch eine Ertragskurve reinlegen, die flacht hier nach oben ab. Also der Zuwachs von 38 Dezitonnen zu 41, der ist natürlich signifikant. Und in diesem Bereich zwischen 2/3 und voll ausgedüngt sollte sich auch die Überlegung im Betrieb bewegen, Wie viel möchte ich ausgeben, wo liegen meine Grenzkosten und wo kann ich letztlich mein ökonomisches Optimum finden. In diesem Falle haben wir alle die Düngungsstufen als Einmalgabe mit unserem Mischdünger Rapspower Neo gegeben, eine Mischung aus Alzon Neo M Plus und Piamon 33S, also Ammonium stabilisiert und damit sehr gut vor Vegetationsbeginn. Wir waren da im letzten Jahr am 24. Februar unterwegs, appliziert, Einmalgabe, kein Risiko der Nitratauswaschung, und entsprechende Sicherheit, dass der Raps ab Dünge- oder Wachstumsbeginn optimal mit Nährstoffen versorgt wird. Somit zeigen die Sorten eine Reaktion auf die Stickstoffdüngung. Und hier ist es schon angesprochen, der Düngetermin. Wenn wir Ammonium stabilisiert düngen können, sind wir flexibel. So früh wie möglich. Und das ist ein weiterer Versuch aus dem letzten Jahr hier vom Standort, wo wir mal alle Extreme ausgereizt haben, die es geht oder gibt, terminlich. Sprich, Ende Sperrfrist, 1. Februar. Da sind meine Kolleginnen und Kollegen in Gummistiefeln losgezogen und haben diese Gabe ausgebracht, weil ich angerufen habe aus dem Homeoffice, muss ich ehrlich zugeben, und gesagt habe, Mädels und Jungs, macht das mal bitte, es soll schneien, das wollen wir uns angucken. Und dann kamen danach wirklich 35 cm Schnee. Am 24. Februar war der Schnee zwar weg, wir hatten Frühling mit fast 20 Grad, da haben wir die eigentliche Vorvegetationsbeginngabe gegeben. Und dann Wachstumsbeginn, wir erinnern uns, der kalte März hat das dann doch nochmal ein Stück weit verzögert. Wachstumsbeginn und Vegetationsbeginn war um den 15., 17. März ringsrum. Und wir sehen hier die Abstufung. Also je früher ich diese ammoniumstabilisierten Dünger, wo ich keinerlei Verlustrisiko hinsichtlich Nitratauswaschung oder auch Lachgasverlusten, was dann wiederum die klimarelevante Verlustseite ist, provoziere und auch nicht Gefahr laufe, dass ich den Bestand künstlich anschiebe mit einem riesigen Nitratschub, sondern den harmonisch ernähre, der die Winterfeuchtigkeit dann hier bei diesen beiden Terminen natürlich optimal ausnutzen kann, der Dünger im Boden ist und dort wirken kann, kann ich hier eindeutig zeigen, mit diesem Rapspower Neo auch wieder gedüngt. Und diese 3 Gaben natürlich auf 100% der Düngebedarfsermittlung. Und dann haben wir das Ganze nochmal in einer Reduktion gemacht. Wieder, hier ist ein Fehler drin, sind 66% der DBE. Das sind wiederum die Spannweite dessen, was möglich ist. Und man sieht, dass hier auch diese beiden frühen Termine ertraglich jetzt letztlich identisch mit den voll ausgedüngten Terminen sind
und man dort diese N-Mengen auch ein Stück weit einsparen kann. Auch das steht hier nicht dabei. Sorte Violin, also relativ moderne Genetik, die da zum Einsatz kam, die das dann entsprechend auch umsetzen kann. Allerdings sieht man hier diesen Ertragsabfall zum Wachstums- oder Vegetationsbeginn und deshalb der große Appell, wenn Sie diese Düngemittel eingekauft haben, Ammonium stabilisiert, dann düngen Sie die sehr, sehr gerne und sicher flexibel früh, also in diesem Bereich im Februar. Das sind so diese gern genutzten Wintersporttermine. Da muss man wirklich angespannt haben und den Düngerstreuer befüllt haben schon fast und dann wirklich auch an diesen Tagen losfahren und dort zur Stelle sein, um diesen Maximalertrag aus dann vielleicht auch geringeren N-Aufwendungen herauszuholen. Und dann noch eine Folie, sicher auch ein Thema, was die ein oder anderen umtreibt im Moment. Organische Düngung im Raps. Ja, organische Düngung funktioniert auch im Raps, sollte aber und muss ergänzt werden. Also wir haben hier gegenübergestellt, ungedüngt, das ist muss ich nicht weiter erläutern. Dann haben wir eine Einmalgabe mit Alzon flüssig 25,6. Auch Ammonium stabilisiert, dort allerdings zum Wachstumsbeginn erst gedüngt, am 17. März ein bisschen eine reduzierte Menge, weil wir die Gülleeffekte doch auch rauskitzeln wollten. 160 Kilo N nur, das ist an dem Standort mit 16 Kilo N Min nicht voll ausgedüngt. Und dann haben wir das Ganze das als Frühjahrsgüllegabe kombiniert mit einem Flüssigdüngereinsatz, in dem Falle mit dem Piasan S25.6, sprich vor Vegetationsbeginn, also Anfang März, die 170 N gesamt, in dem Fall 107 Kilo N als Gülle appliziert mit Schleppschlauch und dann zu Vegetationsbeginn am 17. März, um Verätzungen und so weiter auch auszuschließen, nochmal 53 Kilo N flüssig nachappliziert, um das ganze System anzuschieben und die Düngung dort zum optimalen Wirkungsaspekt zu führen. Und dem gegenübergestellt, das ist ja auch in vielen Betrieben gang und gäbe, dass eine Herbstdüngung mit Gülle oder anderer Organik erfolgt, die entsprechend nach diesen 30-60-Regeln dann gegeben werden kann. Und hier haben wir auch dann diese 123 Kilo N, die da noch übrig waren, rechnerisch in einer Einmalgabe. Das ist so das alleroberste dessen, was man im Raps mal mit einem unstabilisierten Piasan 25,6 machen kann und sollte. Der Raps schluckt das relativ schnell auch weg und wurzeltief im Getreide sollte man das dann unstabilisiert nicht tun. Das von meiner Seite zur organisch und mineralisch kombinierten Düngung. Und dann möchte ich ein kurzes Fazit ziehen. Die Wirtschaftlichkeit der Rapsdüngung ist auch 2022 mit diesen Preissituationen gegeben. Die Rahmenbedingungen des Pflanzenbaus, das habe ich gezeigt, müssen stimmen und müssen auf dem Schirm sein. Schwefeldüngung sollte gesetzt sein. Und ganz wichtig aus meiner Sicht, und da kann ich nur appellieren, schlagindividuelle N-Min-Werte und eine Bestandesbeurteilung Biomasse lohnen sich mehr denn je. Alles, was Sie dort vorfinden und was Sie in Ansatz bringen, mal 2,2 oder mal 2 Kilo oder gucken Sie in Ihre Bücher, was der Stickstoffdünger gekostet hat. Er war teuer, bin ich mir ziemlich sicher. Rechnen Sie sich das aus, das lohnt sich. Und wenn Sie die Biomasse nicht geschnitten haben, auch im Frühjahr oder wenn der Schnee von den Flächen weg ist, kann man den Bestand beurteilen, ob der gut entwickelt ist mit Wurzelhals, Durchmesser etc. pp. Oder schlecht entwickelt. Und dann passen Sie den Düngebedarf an den Bestand und die standörtlichen Gegebenheiten an. Und ja, wenn Sie die Möglichkeit haben, ammoniumstabilisierte Düngungssysteme zu nutzen, die bieten Ihnen die Flexibilität hinsichtlich des Ausbringstermins ab
Ende der Sperrfrist, also ab 1. Februar, ohne ein Risiko für Nitrat- und Lachgasverluste. Wir werden uns morgen im Getreide nochmal unterhalten. Da würde ich auf diese Verlustpfade nochmal näher eingehen. Und ich habe gezeigt, dass der Einsatz von Organik auch im Raps problemlos möglich ist mit einer mineralischen Ergänzung, weil einfach die ausgebrachten N-Mengen dort zu einer bedarfsgerechten Ernährung des Rapses nicht ausreichen. Und mit diesen Worten und dem Blick auf Hunnersdorf mit den Versuchen möchte ich mich bei Ihnen bedanken und freue mich auf die Fragen. Ja, vielen Dank, Florian. Du hast da einiges an Informationen zusammengetragen, die man jetzt für sich selber vielleicht auch noch mal so ein bisschen zusammenpuzzeln muss, damit die optimalen Zahnräder ineinander greifen. Du hast ja angefangen mit dem Schwefel. Ich will auch der Reihe nach durchgehen. Ein Zuschauer fragte ganz zu Anfang schon, wie sieht das denn aus mit elementarem Schwefel? Kannst du den empfehlen? Also ich würde eine schnell wirksame Schwefelquelle dort zum Einsatz bringen und mich mit elementarem Schwefel an der Stelle ein Stück weit zurückhalten. Ja, dann hattest du gesagt, das optimale Schwefelverhältnis ist 10 zu 1. Ein Zuschauer fragt nochmal, ist das wirklich so? Ist das korrekt? Kannst du das vielleicht nochmal bestätigen? Das ist, sage ich mal, das Minimum dessen, was man so der Fachliteratur und den Lehrbüchern entnimmt. Im Raps kann es auch gerne eher mehr sein. Also bei 100 Kilo N würde ich nicht nur was sind das denn, 10 Kilo Schwefel setzen, sondern 20, 30 Kilo Schwefel sollte man da irgendwie versuchen mitzubringen, mindestens. Ja, dann haben wir noch eine Frage zum Alzon Neo M Plus, die möchte ich ganz kurz beantworten. Ein Zuschauer fragt, ob das etwas anderes als das Alzon Neo N. Ja, das muss man ganz klar unterscheiden. Im Alzon Neo M Plus ist die Wirkstoffkonzentration vom Uriaso-Nitrifikationsinhibitor etwas höher, damit man damit dann auch entsprechende Mischungen machen kann. Dann habe ich eine sehr regionale Frage. Und zwar, wie würde deine Florian-Düngestrategie im südöstlichen Baden-Württemberg aussehen? Da würde ich mich freuen, wenn der Zuschauer uns eine kurze E-Mail schreibt mit den Kontaktdaten. Dann würden wir ganz zeitnah Kontakt aufnehmen. Entweder macht der Florian das direkt selber morgen früh oder unser Fachberater vor Ort macht das. Dann können wir da eine individuelle Strategie auch gemeinsam finden. Dann kommen wir zu deinen Strategien nochmal. Wie viele Überfahrten empfiehlst du? 1 oder 2, um hier 130 Kilogramm N auszubringen? Also 130 Kilogramm N würde ich, oder bevorzugt würde ich dort zu einem ammoniumstabilisierten System greifen, also entweder das genannte Raps Power Neo oder Alzon Flüssig S 25,6 oder 22,4 bringen und das entsprechend in einer Gabe möglichst zeitig platzieren. Optimale Lösung im Boden und Verteilung im Boden damit ermöglichen und Verluste gen Null minimieren. Ja, das vor Vegetationsbeginn. Konventionell, also ohne Nitrifikationsinhibitor, sind, sage ich mal, diese 120 N so das allerhöchste der Gefühle, was ich da im Raps unstabilisiert und dann aber auch eher zu Wachstumsbeginn, damit man an den Bedarf rankommt, geben würde. Ja, Florian, damit bist du so vorausschauend, da hast du die nächste Frage schon gleich mit aufgegriffen und auch mit beantwortet. Super, wunderbar. Dann die Frage zum Thema Sorten. Es soll ja Sorten geben, die mit weniger N auch hohe Erträge bringen sollen. Was hältst du davon? Ganz kurz und knapp. Die Sorten haben wir uns in dem gezeigten Versuch angeguckt, neben Sorten, die das nicht so ausweisen explizit. Die Ertragsreaktion ist von allen ähnlich, also von ungedüngt zu zwei Dritteln gedüngt ein relativ steiler Ertragsanstieg und dann flacht das recht deutlich ab. Ich wollte da jetzt kein Züchterhaus diskreditieren oder da näher ins Detail gehen. Wer da Interesse hat, da müssen wir uns auch nochmal dann detaillierter austauschen. Ja, dann N-Min ist ein ganz wichtiges Thema. Du hast es gesagt, individuell, das kann da einiges bringen.
Ich habe das auch mal selber nachgerechnet. Du hast gesagt, das ist ein Abendessen, dann gehst du aber wirklich ganz, ganz schick essen. Ja, das musst du schon machen ab und zu, wenn du dann im ganzen Frühjahr nicht zu Hause warst. Das ist richtig. Aber ich würde sagen, wenn du ein paar mehr Hektar hast, kannst du auch schon Skifahren von. Und Das geht nicht so gut, weil da musst du Dünger streuen. Ja, das hast du verboten. Richtig. War Skifahren. Ja, aber genau. Einmal wegen Dünger streuen und dieses Jahr natürlich auch ein bisschen wegen Corona nochmal drauf achten. Hauptsächlich wegen Dünger streuen. Das sehe ich auch so. Also, wir kommen nochmal zum Thema Enmin. Landwirt aus der Uckermark schreibt uns hier, wann ist es sinnvoll, Enmin zu ziehen? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall vor der Düngebedarfsermittlung, sodass ich meine Situation am Standort optimal einschätzen kann. Und da wäre ich, das kommt ein bisschen aufs Labor drauf an, wie flott die Jungs und Mädels da sind, Ende Januar finde ich dort einen Termin, wo man losgehen sollte und sich einen Überblick verschaffen sollte, gerade wenn man dann auch entsprechende Dünger bevorratet hat und die einsetzen möchte. Also wenn man ammoniumstabilisiert düngen möchte, sollten die Werte dann auch Anfang Februar vorliegen, dass man dann startklar ist und für jeden Schlag die DBE gerechnet hat. Dann haben wir noch eine Frage zur Lieferbarkeit unserer Düngemittel. Da möchte ich an unseren Verkauf verweisen. Und da schreiben Sie uns einfach eine E-Mail und dann gebe ich das weiter und meine Kolleginnen und Kollegen melden sich bei Ihnen. Dann haben wir noch wieder eine Frage aus dem internationalen Raum. Möchte jetzt aber auch nicht drauf eingehen. Region ohne Düngeverordnung. Florian, du bist immer auch so ein bisschen rechtsgebunden natürlich. Dann haben wir eine interessante Frage zur organischen Düngung. Wie hoch ist der Schwefel aus der Gülle anrechenbar? Meines Erachtens ist der schon zu einem großen Teil anrechenbar, aber gerade im Raps reicht das die Menge, die man da bringt, nicht aus. Und die Mineralisation, die Schwefelmineralisation halten da mit dem Bedarf des Raps, der relativ zeitig ist, nicht so recht Schritt. Und da ist es ratsam, doch Schwefel auch zu ergänzen. Mann, oh Mann, oh Mann, das geht immer weiter mit den Fragen hier. Essbedarf, bezieht der sich auf die Gesamt-N-Aufnahme der Pflanze oder sollte der im Frühjahr nicht unter 30 Kilogramm liegen? Wie kann man das berechnen? Ist ein bisschen komisch gestellt, die Frage, muss ich sagen. Also wenn ich das richtig verstehe, würde ich antworten, der bezieht sich natürlich auf die Gesamt- N-Aufnahme, also jedes Kilo N sollte mit einem Kilo Schwefel ergänzt werden. Dann sind wir bei diesem Bedarf von 200 N, den der Raps dort rein rechnerisch braucht, bei 20 S. Und wenn man ein bisschen mehr Schwefel gibt, ist es kein Nachteil. Dann haben wir noch eine Frage zur Organik. Herbstdüngung mit Gülle. Wie viel Prozent des Stickstoffs kann ich im Frühjahr anrechnen? Nicht muss. Das kommt ganz stark auf die Organik, die eingesetzte und die enthaltenen Nährstoffe an, würde ich denken. Also da möchte ich jetzt hier nicht pauschal antworten. Also individuell, also schreiben Sie uns da auch eine E-Mail. Und besser so. Florian kümmert sich da morgen früh drum. Noch vor der Sendung morgen früh, ist das möglich? Da gucken wir mal rein, genau. Wenn die Mails schon da sind. Das kriegen wir, denke ich, mal hin. Das heißt, Sie schreiben uns direkt. Er macht sich heute Nacht Gedanken. Du pennst ja, denke ich mal, sowieso im Büro. Das lohnt sich ja gar nicht, nach Hause zu fahren. Und ich habe mich hier im Keller eingemietet. Was denkst du denn? Das ist gut, das freut mich. Und eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Und zwar, betrachten Sie auch die Ölbildung in Bezug auf die Düngung oder lediglich den Ertrag? Was ist dort die optimale Strategie? Der Ölertrag ist unter allen Grafiken, die ich gezeigt habe, mit drunter. Also wir bestimmen auch die Ölgehalte und auch die Ölerträge. Das wollte ich jetzt nicht ganz zu sehr auswalzen, sonst hätte es den Rahmen hier, glaube ich, gesprengt. Aber da kann man sich auch nochmal im Detail unterhalten. Auch lieber eine E-Mail und dann oder hier die Grafik nochmal genauer anschauen. Ja, meine Kollegin, die wird auch nochmal unsere fachberatung@skwp.de in den Chat reinschreiben für weitere Fragen. Da klicken Sie einfach drauf und dann geht das los. Und ich merke schon, Florian, du hast morgen viel zu tun. Und wir haben hier noch eine individuelle Frage zum Schwefel. Da würde ich auch bitten, schreiben Sie uns eine E-Mail. Dann haben wir hier noch eine Frage zur Ökonomie.
Andere Autoren raten bereits ab 1,80 Euro pro Kilogramm N und 500 Euro pro Tonne Raps zur Reduzierung von N. Da möchte ich vielleicht auch nochmal zu sagen, wir haben das in verschiedenen Schritten auch nochmal kalkuliert. Sie finden das auch nochmal unter düngerfuchs.de. Da ist das unter der Rubrik Düngermarkt zu finden, eine Kalkulation, wenn ich die Düngung vollständig reduziere, wenn ich 50% reduziere, wenn ich 25% reduziere, wenn ich gar nicht reduziere, aber wenn ich vielleicht auch mal gucke, was würde rein rechnerisch passieren, wenn ich da etwas mehr dünge. Und wenn Sie weitere Fragen an Florian haben, der ist noch bis zum Ende natürlich da. Du machst jetzt eine Pause, jetzt machen wir mit Gerrit weiter und der führt uns dann nahtlos bis zur Tagesschau. Ja, das soll wohl klappen. Hast du dich ein bisschen gestärkt, Gerrit? Ja, ich habe ja ausreichend flüssige Glucose zu mir genommen. Super. Das kann jetzt wieder, jetzt können wir wieder richtig durchstarten in den zweiten. Ja, womit machst du denn überhaupt jetzt weiter? Ja, wir hatten ja gesagt, wir wollten uns jetzt noch einen grundsätzlicheren Aspekt angucken. Das heißt, wie sind so Fruchtfolgezusammenhänge? Das wird nämlich auch ganz spannend vor dem Hintergrund der Düngeverordnung. Da würde ich gerne ein, zwei Folien zu zeigen. Aber auch versuchen, einen reinen Blick darauf zu kriegen, einen nüchternen Blick darauf zu kriegen, weil diese Fruchtfolgediskussion derzeit ja auch sehr intensiv geführt ja. wird. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch. Das heißt, wir hören heute oder haben was gehört zum Pflanzenschutz, zur Düngung und jetzt zur Fruchtfolge. Ist ein sehr interessanter, spannender Abend. Liebe Zuschauer, Sie können das auch noch mal alles nachhören. YouTube macht es möglich. Und natürlich auch nachlesen, wem das lieber ist. Unter Ihrem Dünger-Events-Account. Da werden die Vorträge hochgeladen. Und Gerrit, ich würde dich bitten, wir müssen wirklich um 8 fertig sein. Die ersten Zuschauer haben mir schon geschrieben, Nachrichten sind ganz wichtig um 8 und so. Also gib ein bisschen Gas. Das werden wir schaffen. Ich versuche mal eine Punktlandung hinzukriegen. Hat die Tagesschau heute Abend eine schlechte Quote? Das wollen wir natürlich nicht. Von daher gugken wir uns jetzt flugs noch ein paar Zusammenhänge an, die auch am Ende auf die Düngung ausstrahlen. Also da hänge ich mich so ein bisschen an das von Florian Gesagte an, wie wir vielleicht doch noch das ein oder andere reduzieren könnten. Wir haben natürlich in der Vergangenheit deutliche Ertragseinbußen, vor allen Dingen in den nördlichen Bundesländern gehabt, in den nordöstlichen Bundesländern. Und meine Kollegen, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen und auch im Süden, haben gesagt, Mensch, Ertragseinbußen im Raps habe ich gar nicht erlebt. Wir dreschen immer noch Mitte 40. Und dagegen war das Heulen und Zähneklappern natürlich im Nordosten einige Jahre sehr, sehr groß, wo auch Durchschnittserträge von vielleicht nur 2,5 Tonnen geerntet wurden. Und wo bei 38 Euro dann für Doppelzentner natürlich die Wirtschaftlichkeit dann schon in Frage gestellt ist. Gerade vor dem Hintergrund, dass natürlich im Nordosten mit höherem Schädlingsdruck, mit höherer Belastung in der Fruchtfolge auch die Aufwendungen für den Raps natürlich sehr viel höher sind. Ja, während wir im Westen und Südwesten Betriebe haben, bei denen ich auf die Frage, wie oft hast du denn jetzt Insektizid im Herbst eingesetzt, die Antwort gar nicht bekomme. Und sind eben Antworten, die so in Mecklenburg-Vorpommern nicht kommen. Und so sind letztlich auch schon diese Zusammenhänge zu sehen, ja, also zwischen letztlich dem Druck in der Region und in der Ackerfläche als Ganzes, der spiegelt sich dann nachher auch in der Anfälligkeit des Systems wieder. Und das ist natürlich ein Zusammenhang, den wir nicht ganz ungeachtet so davonstreifen lassen sollten, gerade in den Regionen, wo der Raps eigentlich aus klimatischer Sicht dann zu Hause ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mit langfristigen, langjährigen engen Rapsfruchtfolgen auch schon ordentliche Hypotheken auf die folgenden Jahre aufgenommen. Deswegen möchte ich das jetzt mal ein Stück weit auseinanderdröseln und da ist dieser Fruchtfolgeversuch aus Schleswig-Holstein eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Und da hat man mal über 12 Jahre Raps als Selbstfolge angebaut und man kann es kaum glauben, aber da haben wir es trotzdem noch geschafft, irgendwie 32,6 Doppelzentner zu erzielen, was ja auch gar nicht so ganz schlecht ist dafür, dass da Raps nach Raps nach Raps steht.
Dann eine typische, ich will mal sagen, polnische Fruchtfolge, die eine ganze Zeit auch dort gelaufen ist, nämlich Raps, Weizen, Raps, Weizen, Raps, Weizen. Und in einer solchen Konstellation hat der Raps hier noch 34 Doppelzentner erzielt. Jetzt im Vergleich dazu nur der direkte Vorfruchteffekt, ja, also wenn wir anstatt eines Weizens vor dem Raps eben eine Gerste stellen, dann sehen wir hier, dass wir schon mehr als ein Doppelzentner im Schnitt mehr ernten. Das wird sich so durch die Ergebnisse gleich durchziehen, dieser Vorteil der Gerste als Vorfrucht zum Raps. Wir müssen jetzt also versuchen, zwei Dinge gedanklich zu trennen. Das eine ist die direkte Vorfruchtwirkung, das zweite ist die Wirkung der Fruchtfolge, ja, und die Stellung des Rapses im Sinne der Häufigkeit in der Fruchtfolge. Ja? Raps, Raps, Weizen schmiert dann wieder ab, das ist erwartungsgemäß. Und jetzt sehen wir schon, hier je grüner oder je dunkelgrüner es wird, je besser sind die Erträge. Nicht umsonst hat sich vielerorts eine Raps-Weizen-Gerste-Fruchtfolge durchgesetzt. Das scheint aus Abfolgegesichtspunkten recht vorteilhaft zu sein. Und hier schaffen wir es dann im Schnitt auf die 37 Doppel. Der direkte Vorfruchteffekt an der Stelle wieder, das heißt, wir tauschen die Gerste durch den Weizen aus und verlieren an der Stelle zwei Doppel. Das ist schon nicht unerheblich bei den derzeitigen Preisen. Reden wir da schnell über 100 Euro, die allein durch eine Gerste als Vorfrucht hier dem Raps zuzurechnen sind. Und jetzt wird es spannend, ja, auch vor dem Hintergrund, dass in vielen roten Gebieten der Raps im Herbst nicht mehr gedüngt werden darf, haben wir natürlich Probleme, den Raps vernünftig zu ernähren. Und jetzt kommen wir langsam in eine interessante Region, wo letztlich mit einer Fruchtfolgeförderung auch Leguminosen dann interessant werden. Und generell ist es so, dass die Erbse dann gerne als weitere Blattfrucht zwischen den Getreiden steht und wir diesen Vorteil der Erbse gar nicht nutzen. Denn eigentlich ist die Erbse gut aufgehoben hier direkt vor dem Raps. Also wenn wir anstatt Gerste oder Weizen als Vorfrucht die Erbse nehmen, dann liegen wir nochmal fast drei Doppelzentner besser. Ja? Die Gerste war ja schon gut, aber die Erbse ist mit Abstand die beste Vorfrucht für den Raps. Natürlich müssen wir ein bisschen aufpassen, was Sklerotinie angeht, gar keine Frage. Aber was Bodenstruktur angeht, was P-Mobilisation angeht und was Stickstoffbereitstellung angeht, die Erbse da outstanding, würde man heute sagen. Das Ganze nochmal mit dem Doppelraps vorne, also Raps nach Raps, das wollen wir jetzt nicht zu weit ausdehnen, aber spannend hier, Erbse als direkte Vorfrucht vor dem Doppelraps hier. Wenn wir also den Rapsanteil in der Fruchtfolge wieder auf 50% hochfahren, bedeutet das keine 39,8, sondern nur noch 36,5. Das heißt, da ist dann auch der Effekt der Anbaukonzentration sozusagen in der Fruchtfolge dann zu sehen. Wir sehen, wenn wir die Erbse nur mit in die Fruchtfolge aufnehmen, aber nicht direkt vor den Raps stellen, kriegen wir eben nicht diesen schönen Effekt der direkten Vorfruchtwirkung. Ja? Also nur eine Leguminose in der Fruchtfolge macht es dann am Ende auch nicht. Das blendet natürlich aus, dass wir hier auch einen exzellenten Weizen ernten werden. Aber diese Fruchtfolge ist natürlich hinsichtlich Stickstoffauswaschung hochgradig problematisch. Ja? Also ein Raps, der viel N überlässt, kann der Weizen im Herbst nicht alles aufnehmen, in der Erbse nochmal dramatischer. Damit würden wir uns also aus Nitratgesichtspunkten wahrscheinlich eher ein Ei ins Nest legen, als dass wir damit eine Verbesserung haben. Der Hafer in der Fruchtfolge als Erbsenersatz und Gerste als Vorfrucht, auch das ist in einer viergliedrigen oder vierfeldrigen Fruchtfolge durchaus mit einem positiven Ergebnis hier zu sehen. Und in einer fünffeldrigen Fruchtfolge mit der Erbse und Gerste als Vorfrucht auch gute Ergebnisse. Und hier sehen wir nochmal den Effekt, wenn wir den Rapsanteil wieder erhöhen, aber Erbsen vor diesem zweiten Raps stellen, kommen wir auf Größenordnung 36,7 Doppelzentner, aber wir schaffen es nicht auf diese 39 oder knapp 40 Doppelzentner wie in der weiteren Fruchtfolge. Das heißt, offenbar ist irgendwo bei mehr als 33% Raps in der Fruchtfolge so ein Knackpunkt erreicht und den sollten wir an der Stelle nicht überschreiten. Das wird in der Praxis Gott sei Dank auch nicht mehr gemacht. Und zusätzlich können wir mitnehmen diesen sehr positiven Effekt der Erbse als Vorfrucht. Natürlich können wir so eine Fruchtfolge nicht lange fahren, ganz klar. Allein aus dem Gesichtspunkt, dass die Erbse dann mit Erbsenmüdigkeit relativ zügig reagieren wird. Das heißt,
Richtig stabil wird das Ganze oder richtig gut wird das Ganze, wenn eben Erbsen vor Raps stehen und am besten das Ganze vielleicht auch am Ende fünffeldrig ist. Das heißt, wir die Fruchtfolge noch ein Ticken erweitern. Diese positiven Effekte einer weiteren Fruchtfolge und einer durch die Erbse bereicherte Fruchtfolge darf uns aber auch nicht über Probleme hinwegtäuschen, die vielleicht durch die Fruchtfolge nicht zu lösen sind. Und das wird auch manchmal ganz anders dargestellt. Da wird die Fruchtfolge in vielen Fällen als das Allheilmittel dargestellt. Und so sehe ich sie in der Praxis leider nicht, weil viele der Probleme, die wir haben, sind einfach viel, viel längerfristiger. Ja? Also wie clever ist es am Ende, die Fruchtfolge zu erweitern, beispielsweise als Reaktion auf Kohlhernie. Ja, das ist immer sozusagen der Standard. Kohlhernie aufgetreten, wird der Fruchtfolge erweitern. Da müsste man auch so ehrlich sein und sagen, ja, bis das Inokulum, bis die Sporendichte im Boden so weit natürlich abgesenkt ist, dass wir keine Infektionen mehr bekommen bei anfälligen Sorten, da kann das schon mal gerne 25, 30, vielleicht sogar 35 Jahre dauern. Und eine solche Fruchtfolgeerweiterung kann man wohl kaum jemandem sinnvoll auferlegen. Von daher müssen wir da auch ehrlich sein, was ist dann da die richtige, sozusagen die richtige Maßnahme. Ja? Das Gleiche gilt für Verticillium, wo die Mikrosporen auch gerne mal 15, 20 Jahre im Boden überdauern. Auch das ist die Mikroskleroziens. Auch das ist natürlich kein Rapsanbauabstand, den wir uns wirklich leisten wollen. Sklerotinia, da reden wir so über 8 bis 10 Jahre, natürlich auch durch den Kontanzeinsatz im Zweifel dann noch zu verringern. Da ist vielleicht eine Fruchtfolgeerweiterung noch am ehesten eine sinnhaftige Maßnahme, weil es einfach einen übersichtlicheren Zeitraum dann umfasst. Aber wenn wir uns wieder den Ausfallraps angucken, als ein zentrales Problem, was wir natürlich nach der Ernte haben. Einmal falsches Ausfallrapsmanagement. Schon haben wir dann ein Problem für Generationen geschaffen, denn ölhaltige Samen, das wissen wir, schaffen es im Boden auch gerne mal 20 Jahre zu überdauern. Und auch damit würden wir letztlich, wenn wir die Fruchtfolge von 3 auf 5 Jahre erweitern, also keine merkliche Verbesserung am Ende hinbekommen. Und auch bei den Schädlingen muss man ganz nüchtern auf die Lage gucken. Wir haben schon über die Flugentfernungen gesprochen. Wenn die natürlich sehr mobil sind, wenn die Anbaukonzentration in der Region ohnehin hoch ist, dann ist mir kaum geholfen, in meiner Fruchtfolge von vielleicht 3 auf 5-jährig hochzugehen, um ein Schädlingsproblem zu lösen. Denn von den Nachbarn kommen sie ohnehin zugeflogen. Ja? Das sind also Gewannewirtschaftsmodelle, sehr, sehr viel effizienter und effektiver, da den Schädlingsdruck zu reduzieren, als jetzt die eigene Fruchtfolge mit weniger Raps zu bestellen. Sodass wir dann zu der Überschrift kommen, wenn wir eins dieser Probleme haben, dann kann man sagen, ist der Ruf erst ruiniert, dann kann ich auch weiter Raps bauen, ja? Auch wenn sich das nicht so schön reimt, aber das ist letztlich die Quintessenz und das ist ja auch das, was in der Praxis am Ende ehrlicherweise passiert. Nichtsdestotrotz heißt das jetzt nicht, dass eine Erweiterung der Fruchtfolge keine Besserung bringt, aber sie ist nicht am Ende die zentrale Lösung für das Problem, was sich letztlich in der Vergangenheit schon lange, lange aufgebaut hat. Sodass wir ein bisschen an den Symptomen herumdoktoren müssen, das ist leider so. Und das beginnt eben vor allen Dingen bei der Feldhygiene und beim Nacherntemanagement, um da dem Raps wieder ein bisschen mehr Stabilität in seinen Erträgen zu bringen. Und das Leichte ist einfach, als Chef den Abfahrwagen zu fahren, ja, also oder den Überladewagen, das Abfahrgespann. Da kann man nämlich zwischendurch mal absteigen, man kann mal ein paar Wurzeln und ein paar Pflanzen aufziehen und einfach mal gucken, wo reißen die ab, wie sehen die eigentlich aus. Und dann geht das letztlich ganz einfach. Ja? Also haben wir hier einen Abriss oben, dann wissen wir haben es mit FOMA zu tun, weil der Wurzelhals durchmorscht ist. Ja? Haben wir es wie hier mit einer Pflanze zu tun, die letztlich überhaupt gar keine Feinwurzeln mehr hat, die sich extrem leicht aufziehen lässt, dann wird Verticillium da seinen Teil getan haben. Und auch die hier von der Wurzel her gesund aussehen, wenn man sich die Seitentriebe hier anguckt, hier haben wir auch Sklerotinia-Infektionen in nicht unerheblichem Maße. Also wir kriegen hier an der Stelle einen guten Überblick über das Krankheitsgeschehen, vielleicht auch über den Stickstoffeinsatz. Ja? Also nicht immer ist es richtig, einen knackegrünen Bestand in der Ernte zu haben, auch wenn das dann sehr gesund aussieht.
Am liebsten sind mir eigentlich Stoppel, die abgereift sind, die sich leicht ernten lassen, die aber in der Mitte keine Verbräunung, keine Sklerotien, nichts zeigen, sondern ein weißes Mark zeigen und die trotzdem noch einigermaßen vernünftig bewurzelt sind. Das ist mir eigentlich die liebste Situation. Dann weiß ich, wir waren stickstoffmäßig an der Grenze. Wir haben den Raps nicht zu sehr, zu lange grün gehalten und wir sind an der Stelle eben auf einem guten N-Niveau gewesen. So gibt eben diese Stoppelbonitur auch in dem Bereich gute Aussicht, letztlich das Getane nochmal zu evaluieren. Und über das Stickstoffniveau hinaus können wir uns auch bei den Schädlingen ein bisschen was angucken. Das werden wir uns gleich nochmal in einer weiteren Folie etwas genauer ansehen. Auch da können wir sehen, wie es uns vielleicht oder was uns vielleicht dann auch in der Stoppelbearbeitung als richtige Maßnahme hervorgetan würde. Und das werden wir uns gleich in der nächsten Folie noch einmal anschauen. Wenn wir uns dann die Stoppel an sich angucken, und das ist hier ein Bild, das ist ein bisschen beängstigend, muss man fast sagen. Das ist nämlich hier ein Stoppelweizen. Also im nächsten Jahr, das ist Frühjahrsbild aus dem Stoppelweizen, im nächsten Jahr soll auf diesem Acker dann wieder Raps stehen. Und wir finden die alten Rapsstoppel von vor 2 Jahren hier besetzt noch mit Dauersporen, vor allen Dingen auch von FOMA, die natürlich wunderbar dann den nächsten Raps wieder infizieren können werden. Ja? Das heißt, hier haben wir bei dieser Überdauerung von Krankheitserregern auf den Stoppelresten vor allen Dingen ein FOMA-Problem, ja, weil FOMA doch in der Lage ist, 3 Jahre dann zu überdauern. Und wenn wir die Ernterückstände nicht ausreichend zerkleinern und dann auch noch eine kurze Fruchtfolge fahren, dann schaukeln wir uns natürlich auch noch das Problem zusätzlich zu den genannten, ja, auch noch bei FOMA hoch. Ja? Das heißt, der beschleunigten Abbau, damit zumindest sich in den Ernterückständen keine Sklerotien halten können und auch die Überdauerungsform von FOMA sich nicht halten können, die ist absolut wichtig und nur eine Scheibenecke eben die Stängel umklappen, das ist eben nicht das Ziel am Ende, gerade wenn die dann auch noch grün sind und ohnehin nicht vergehen. Ja, da haben wir eine klare Wechselwirkung, also je enger ich die Fruchtfolge fahre, je intensiver sollte ich auch die Rapsstängel am Ende zerkleinern, weil eben die Gefahr dann auch besteht, dass da Krankheitserreger überdauern können. Ja? Also da haben wir eine klare Wechselwirkung zwischen der Intensität der Stoppelbearbeitung und der Fruchtfolge. Ja? Wenn ich nur alle 10 Jahre Raps baue, dann kann ich da auch ein bisschen nachlässiger sein, gar keine Frage. Aber wenn alle 3 Jahre Raps stehen soll, dann ist eben ein einfaches Scheibenecken umklappen nicht der richtige Weg. Und das sehen wir auch, wenn wir ein Jahr mit Sklerotinia haben. Ja, wenn ich schon so einen Bestand anschaue hier und ich kann die Seitentriebe sehen, problemlos raussehen vom Auto aus, die jetzt von Sklerotinia betroffen sind, dann weiß ich ganz genau, dieses Jahr haben wir wohl ein stärkeres Sklerotinia-Befallsjahr. Das zeigt dann auch der Blick in den Bestand. Und auch das ist immer ein Ausdruck schlechter Feldhygiene. Denn in den Vorjahren muss hier mal eine Sklerotinia-Infektion durchgelaufen sein, die nicht konsequent behandelt wurde. Ja? Wenn ich also ein solches Jahr beobachte, dann ist es wichtig, den Stoppel zu spleißen, den Stoppel aufzumachen, damit ich die Sklerotien freilege und dann am Ende den parasitischen Pilz Conotyrium minitans aufbringen kann mit der Spritze, der dann die Sklerotien zersetzt. Ja? Und da habe ich von vornherein Druck aus dem System genommen. Das ist nicht jedes Jahr notwendig, aber in einem Jahr, wo ich diese Symptome beobachte, absoluter Standard. Das passiert nämlich sonst. Ja, hier haben wir schön die Rapsstoppel nicht zerkleinert und als Refugium gelassen für die Sklerotien. Ja, Sie sehen hier noch das Sklerotium, hier die Apothezien kommen hier gerade raus und werden dann den nächsten Raps wieder infizieren. Ja, das wäre mit vernünftiger Feldhygiene und dem Kontanzeinsatz am Ende eben nicht passiert. Ich hatte gesagt, wir wollen uns auch die Schädlinge angucken. Auch da können wir mit vernünftiger Feldhygiene und mit einem vernünftigen Nacherntemanagement einiges tun. Und das gilt vor allen Dingen hier für die leichten Standorte, die Ärger mit der Kohlfliege haben. Ja? Wir sehen hier schön, wenn wir mal so einen Altraps aufziehen, ja, so einen Rapsstoppel aufziehen nach der Ernte, dass die erste Generation der Kohlfliege hier ihre Eier abgelegt hat und hier sich die Tönchenpuppen befinden. Ja? Und wenn wir das dann mal uns die Arbeit machen und das mal 10 cm rundherum ausstechen und mitnehmen, dann sehen wir, wie wir an der Stelle doch ganz
effizient in die Populationsdynamik dieses Schädlings eingreifen können. Denn der ist nicht in unerheblichem Maße eben eine Eiablage auch schon in dem alten Rapsbestand eben zu verzeichnen gewesen. Ja? Und hier haben wir teilweise 15, 20 Tönchenpuppen pro Pflanze. Natürlich legen die auch eher an die starken Pflanzen dann ihre Eier ab, anstatt an die schwachen Pflanzen. Das sieht man hier im Bild ganz eindrucksvoll. Wenn ich das aber sehe, dann weiß ich ganz genau, mit einem einfachen Striegel ist es an der Stelle nicht getan. Ja? Wir brauchen an der Stelle schon einen kleinen Eingriff in den Boden, zumindest mal die obersten 3-4 Zentimeter. Natürlich nicht zu tief, um keine Rapssamen zu vergraben. Aber was wichtig ist, eine geschlossene Walze, die dann die Tönchenpuppen zerdrückt. Die sind nämlich super anfällig gegen Druckbelastung. Das heißt, oben einmal den Boden ankratzen und dann wirklich auch intensiv rückverfestigen. Da können wir einen sehr, sehr guten Effekt auf die Populationsdynamik erzielen. Und das ist nicht zu verachten, wenn ich eben in der Region bin, wo ich mit der Kohlfliege zu tun habe. Ja? Da muss ich meine Nachernteverfahren eben ganz sicher bewerten. Ist jetzt hier ein Striegel die richtige Variante? Oder ist es nicht vielleicht doch besser, wenn ich gestriegelt habe, sogar noch nachzuwalzen, wenn ich ein solches Problem habe? Insbesondere, wenn vielleicht der Raps nächstes Jahr auf der Nachbarfläche stehen sollte. Ja, dann habe ich auch ein eigenes Interesse. Wenn ich natürlich den Nachbarn nicht mag und der braucht das nächste Jahr der Raps, dann ist eine andere Nummer. Aber für die eigene Feldhygiene sollte man da schon ein bisschen am Ball bleiben. Und das ist so ein Bild, da läuft es mir dann schaurig den Rücken runter. Wenn wir auf der einen Seite die Rapsfruchtfolge von 3 auf 4 Jahre erweitern, um der Kolonie Einhalt zu gebieten, und dann wird das hier angeboten. Hier haben wir es offenbar nicht geschafft, den Ausfallraps der ersten Generation, ja, das sind hier die großen Pflanzen, komplett zu beseitigen mit unserer Stoppelbearbeitung. Und das sind natürlich die Pflanzen, die ab dem Vierblattstadium massiv Kolonie vermehren. Denn der Ausfallraps, ja, steht natürlich bei viel, viel höheren Temperaturen und bei den Sommerniederschlägen häufig im Oberboden auch bei höherer Wassersättigung im Feld. Und das sind die Bedingungen, wo Kohlhernie sich vermehrt. Ja? Eine spätere Aussaat des Kulturrapses, vielleicht nicht am 25. August, sondern am 2. September, bringt nur einen marginalen Temperaturabstieg in der Zeit. Aber zu diesem Zeitpunkt, wenn der Ausfallraps im Feld ist, das ist Anfang, Mitte August, dann haben wir 25, 30 Grad Bodentemperatur, wenn es warm ist, und dann ein ordentlicher Gewitterschauer, dann haben wir die besten Koloniebedingungen. Und das sind die Treiber am Ende für Kolonie und nicht ein, ich sag mal, Anfang September ausgesäter Kulturraps. Ja? Das heißt, das sind die Ausgangspunkte für die Kolonieverseuchung. Und das Gleiche können wir hier ganz eindrucksvoll sehen. Diese beiden Pflanzen sind nur einen Fußbreit auseinander. Ziemlich schwerer, toniger Standort, und die eine Pflanze eben satt betroffen von der Kolonie, nämlich unsere kleine rote hier, und die Nachbarpflanze völlig intakt. Ein Standort, der eigentlich sonst nicht mit Kolonie auffällt, aber das Einzige, was hier diesen Standort rettet, ist nämlich der hohe Tongehalt und der pH-Wert von 7,2. Nur wenn ich natürlich diese Strohnester einbaue, ja, in den Boden, dann wird eine Pflanze, die jetzt direkt drauf wächst und an der Stelle dieser Strohumsatz zu massiven pH-Absenkung führt, partiell, wird auf einmal das Kolonieproblem hochgradig virulent und führt eben auch kleinräumig zu solchen Pflanzenausfällen. Ja? Also auch an der Stelle können wir solchen Problemen gezielt begegnen, wenn es eben ein vernünftiges, an der Stelle, Strohmanagement der Vorfrucht gibt. Ja? Und dann natürlich noch meine Lieblingskollegen, das sind hier die Zwischenfrüchte. Ja, vielfach haben wir es geschafft, die Rapsfruchtfolge von 3 auf 4 Jahre zu erweitern, weil wir jetzt einen Partner gefunden haben, der uns den Silomais abnimmt. Und jetzt bauen wir vor dem Silomais dann eine Zwischenfrucht an. Und die sieht dann so aus. Ja, die ist dann Mitte August bestellt und hat dann hier Anfang, Mitte September so ein Raps stehen, und da ist uns natürlich nur mäßig mitgeholfen, weil wir haben mit unserer Fruchtfolge Erweiterung und den Einbau der Zwischenfrucht, in der wir nicht in der Lage sind, den Raps zu unterdrücken, unsere Rapsfruchtfolge auf Raps-Weizen-Raps-Weizen reduziert aus phytosanitärer Sicht. Ja? Oder das ist dann der Super-GAU, wenn eben direkt Kreuzblütler angebaut werden und die dann im Zweifel sogar noch samenreif werden, damit wir den Druck dann nächstes Mal im Raps haben. Ja?
Und das ist sozusagen das Schlimmste, was passieren kann. Das wurde bei uns in Niedersachsen eine ganze Zeit gefördert, nämlich nach Raps keine Bodenbearbeitung zu machen und alles so stehen zu lassen, um dann den Ausfall Raps da schön gedeihen zu lassen. Natürlich aus Wasserschutzsicht toll, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber hinsichtlich der phytosanitären Situation natürlich der Super-GAU. Ne? Also hier vermehrt sich nicht nur Verticillium weiter an den alten Wurzeln, die da noch im Boden stecken, sondern Kolonie auch an den neuen Pflanzen und man möchte gar nicht wissen, was da sonst noch alles los ist. Wenn ich das zwei Rotationen mache, dann kann ich den Standort für den Rapsanbau getrost ad acta legen. Also wir haben viele, viele Angriffspunkte und ganz, ganz viele, ganz viele Stellschrauben noch, die an der Stelle bei vielen Problemen, die wir eigentlich im Rapsanbau vor der Brust haben, erst geregelt werden müssen, bevor wir diesen massiven Eingriff eben in die Fruchtfolge vornehmen. Und da muss man sich auch nichts vormachen. Es gibt Betriebe, denen fällt das leichter, ja, weil sie einfach viele Alternativkulturen haben. Und es gibt Betriebe, die vielleicht weiter im Nordosten liegen, die weniger Alternativkulturen haben, die dann noch weniger leicht diesen Sprung in andere Kulturen machen können. Aber je stärker ich eben an diese enge Rapsfruchtfolge gebunden bin, je wichtiger ist es eben, diesen Aspekten hier dann auch Rechnung zu tragen. Mit diesem schlimmen letzten Bild möchte ich mich 10 Minuten vor der Tagesschau jetzt hier für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich, wenn es noch ein paar Fragen gibt. Ja, Gerrit, blaue Nachrichten, das wird gleich knapp. Ich habe vorab eine kleine Bitte an unsere Zuschauer. Sie haben vielleicht noch das schöne Bild von dem Florian im Kopf, wo er nochmal gezeigt hat, wie das so in Kunnersdorf aussieht. Und wir würden gerne von Ihnen wissen, würden Sie in diesem Jahr gerne zu unserem Feldtag nach Kunnersdorf kommen? Oder wäre es Ihnen lieber, wenn wir verschiedene Thementage anbieten und vielleicht wie jetzt auch gerade ein paar Online-Veranstaltungen machen? Da können Sie sich einfach auch nochmal per E-Mail zu melden. fachberatung@skw.de und jeder, der sich meldet, der kriegt auch eine kleine Überraschung von uns. Und jetzt kommen wir wieder dazu, dass wir Ihnen hier weiterhelfen. Gerrit, wir haben wirklich echt 10 Minuten nur noch, da müssen wir jetzt Gas geben. Ist die Lupine mit der Erbse hinsichtlich der Vorfruchtwerte vergleichbar? Ja, ist sie auf jeden Fall. Sie räumt nur nicht so früh wie die Erbse und ist dann natürlich für den Raps im Zweifel ein kleines terminliches Problem. Aber der P-Aufschluss ist in jedem Fall noch besser von der Lupine. Und gerade auf P-schwachen Standort mit niedrigen pH-Werten ist die sicherlich nicht verkehrt. Wenngleich, wenn ich die Wahl habe, würde ich nach einer Lupine wahrscheinlich eher sogar noch eine Zwischenfrucht und Mais stellen oder danach eine Kartoffel stellen, nämlich Kulturen, die extrem schwach in der P-Aufnahme sind. Also der Raps ist sicherlich nicht die beste oder die vorzüglichste Nachfrucht nach Lupinen, weil es noch andere Früchte gibt, die eben vor allem diesen super P-Aufschluss der Lupine noch stärker honorieren. Ja, wunderbar. Dann habe ich hier eine, ich möchte es nennen, Vorzeigefrage. Ein Landwirt, der sagt, sorry fürs Räuspern, wo er herkommt, was die Bedingungen sind und du gibst die Antwort. Das ist doch eine Top-Geschichte. Und zwar schreibt er, aktuell präsentieren sich in der Uckermark die Rapsbestände nach Weizen besser als nach Gerste. Auch auf Schlägen, wo 50% Gerste und 50% Weizen standen, sieht man klar die alte Bestandskante. Wir hatten einen sehr nassen Sommer mit 250 Milliliter Niederschlag an einem Tag. Wie kann man das erklären, Gerrit? Naja, die Gerste wird wahrscheinlich sehr viel früher, weil sie schon schwaches Wurzelsystem hat und früher reif ist, auch aufgehört haben, Wasser zu verdunsten. Und dann sind natürlich späte Weizenbestände, die doch nochmal 40, 50 Liter mehr Wasser verdunsten, weil sie einfach länger im Feld stehen und länger grünes Blatt haben, dann im Zweifel vorzüglich, weil sie einfach eine bessere Bestellung ermöglichen. Das sehen wir ganz oft, dass wir bei späten Kulturen nach Zuckerrüben zum Beispiel, Weizen nach Zuckerrüben, viel besser bestellen können als vielleicht Weizen nach Raps, wenn es eben einen nassen Sommer gibt, weil letztlich das ganze Wasser, was dann zwischen, ich sag mal, Mitte Juli und dann Anfang Oktober gekommen ist, in dem Rapsboden eben drin steckt und die Zuckerrübe das alles noch schön vertranspiriert hat. Und dann bestellen wir viel besser eben nach der Zuckerrübe. Das sind einzeljährliche Effekte, die aber immer wieder auftreten und das wird eben mit den Reifezeiten zusammenhängen an der Stelle. Ja, dann machen wir doch gleich weiter. Und zwar habt ihr Versuche gemacht, Gerrit, mit Bohnenuntersaat im Raps oder anderen Untersaaten?
Ja, haben wir gemacht. Der Druck kommt ja aus Frankreich und die ersten Ergebnisse aus Frankreich mit der Beisaat. Es hat sich gezeigt, dass wir deutlichen Anstieg der N-Min-Werte haben, dass wir dadurch auch einen Transfer N von der Ackerbohne in den Raps bekommen. Was wir nicht so stark beobachten konnten, ist, dass der Erdflurdruck abgenommen hat. Der war trotzdem relativ hoch oder vergleichbar zu den Reinsaaten. Und wir konnten auf jeden Fall auch den Stickstoff reduzieren. Ertraglich kommt da leider nicht ganz viel raus. Ja, dann kommen wir nochmal wieder zum Pflanzenschutz. Und zwar, der Kollege beklagt sich, dieses Jahr mehr Verticillium bei gleicher Fruchtfolge. Und die Frage lautet, ist Verticillium mit anderen Krankheiten in der Korrelation? Oder kannst du dir andere Probleme erklären? Nee, das ist letztlich eine Frage, wie anfällig ist die Wurzel. Ja, Verticillium muss ja über die Wurzel infizieren. Das macht es häufig schon im Herbst. Ja, ist in der Pflanze, wächst dann in der Pflanze hoch und ist in der ganzen Zeit quasi in der Pflanze da. Und sobald eine Seneszenz überschritten ist, ein gewisses Stresslevel überschritten ist, bricht Verticillium dann aus und vermehrt sich und tötet dann auch die Pflanze ab am Ende. Ja? Und diese Stresssituationen sind natürlich gerade bei hoher Feuchtigkeit dann eher zu beobachten in einem Jahr wie diesem. Wenn eben der vorzeitige Wurzelabbau einsetzt, ich hatte die Bilder vorne gezeigt, ja, mit der kahlen Pfahlwurzel, wo es einfach für Verticillium viel, viel günstigere Bedingungen sind. Und in diesem Jahr war es eben auch, dann hohe Strahlung im Juni, nochmal eine Hitze- und Stressperiode. Und das führt eben dazu, dass dieser Seneszenzgrad irgendwann überschritten ist und dann bricht der Pilz durch. Von daher war dieses Jahr eigentlich ein tolles Verticillium, ja, und zeigt nochmal ganz deutlich, dass selbst bei einer erweiterten Fruchtfolge, wenn ein Befallsjahr kommt, kriegen wir einfach auch in erweiterten Fruchtfolgen einen auf den Deckel. So einfach ist das. Auch wenn wir vorher gute Landwirte waren und die Fruchtfolge erweitert haben, haben wir vorher eben ganz lange engen Raps gebaut, dann ist das in Oculum da und dann kommt in einem Problem ja auch die Kalamität. Ah, ich merke schon, du sprichst immer schneller. Wir haben noch 5 Minuten, die wollen wir effizient nutzen. Und ich will Florian jetzt auch noch mal hören. Florian, von dir in 2 Sätzen, was bedeutet für dich der Feldtag in Kunnersdorf? Fachinformationen, Emotionen, Kundenkontakte, Kontakte zu Berufskollegen. Das war auf den Punkt gebracht. Und es freut mich, die ersten Antworten sind schon da zu unserer kurzen Umfrage. Für dich jetzt eine Frage. Bringt AHL über die Spritze in der Blüte zum Raps Vorteile? Welche N-Menge, wenn ja? Tatsächlich muss ich dazu sagen, dass wir da wenig bis gar keine Versuche zu gemacht haben. Ich sag mal, als gewisse Unterstützung in der Blütenspritzung, so 10, 15 Kilo N, nochmal so ein Pep. Aber ob man die in der N-Bilanz hat, das ist immer die Frage. Ja, dann gleich die nächste Frage für dich, Florian. Wie wird die Rapsdüngung optimal nach der Vorfrucht Erbse geführt? Ja, eine sehr engmaschige Begleitung des N-Mins, vielleicht dann sogar auf großen Schlägen teilschlagspezifisch, weil es da auch um Entzüge der Erbse geht und den rückgebliebenen Ernteresten, die da zur Verfügung stehen und mineralisieren können. Und dann eher restriktiv. Also da würde ich an der Stelle, denke ich mal, kommt man bestimmt mit 100 Kilo N im besten Falle aus. Wunderbar auf den Punkt gebracht. Florian, ich schalte jetzt nochmal um zu Gerrit. Bist du noch da, Gerrit? Ja, doch, sieht ganz gut aus. Das sieht gut aus, das freut mich. Und zwar, wie wären die Arbeitsgänge? Erstens Messerwalze, zweitens nach gutem Ausfall, Rapsauflauf und einmal Kurzscheibenegge zu bewerten? Da können wir eigentlich ein großes Schema machen, welche Maßnahme kann was erbringen. So, wenn ich eine enge Fruchtfolge habe und Gefahr laufe, eben FOMA von einem Jahr aufs nächste Rapsjahr zu übertragen, dann ist die Zerkleinerung über Raps, über Messerwalze oder über Mulcher obligatorisch. Habe ich eine weitere Fruchtfolge, ja, von 4, 5 Jahren, dann ist das Zerkleinern der Rapsstoppel nur dann sinnvoll, wenn wir ein Sclerotinia-Jahr haben und die Sklerotien aus dem Inneren freigeben müssen, um Kontans aufzubringen.
Sonst kann es eben auch eine Scheibenegge tun. Und dann ist letztlich die einzige, wenn ich in einer weiten Fruchtfolge bin, die einzige Voraussetzung, nicht zu tief, also die obersten 3-4 Zentimeter tiefer darf der Eingriff auf gar keinen Fall sein, weil wir sonst Rapskörner verschütten. Und ich muss in der Lage sein, den gesamten Ausfallraps mit der nächsten Maßnahme wieder zu erledigen. Und mit welchem Gerät das dann nachher passiert, ist mir sozusagen egal. Und welche Farbe das Blech hat, Hauptsache diese Voraussetzungen sind als Mindestanforderungen erfüllt. Super, du hast noch 120 Sekunden und noch ein paar Fragen sind offen. Wir gucken, was wir schaffen. Du musst ein bisschen schneller reden. Wie passt die Sojabohne in die Fruchtfolge? Soja hat auch eine ganz erhebliche Sklerotinia-Gefahr, passt an der Stelle nicht direkt vor den Raps, weil sie zu spät räumt. Und super, gleich einen Haken hinter, nächste Frage. Bodenbearbeitung nach der Ernte mit hoher N-Mineralisation, was ist da besser? Ja, ist ein Riesenproblem, ist das Damoklesschwert, was über dem Raps schwebt und kann damit, und das haben wir in Betrieben schon rausgefiltert, kann damit behoben werden, dass wir einfach den Anteil des Ns im Stroh reduzieren und das ist vor allen Dingen mit einem restriktiven N-Regime zu machen. Und ich habe Betriebe, die streuen nur zwischen 80 und 100 N und blicken wir nach der Ernte, egal wie tief wir die Bodenbearbeitung machen, kein N-Min-Peak mehr. Das machen wir alle 4 Wochen, wird dann mal beprobt. Und diese Betriebe, die da sehr restriktiv im N sind, haben eben gute Ölerträge. Das haben wir eben ja auch bei Florian gesehen, dass die Ölerträge steigen. Manchmal sogar, wenn wir mit dem N ein Stück runterfahren. So, letzte Frage, 30 Sekunden. Wie würden Sie den Bodenbearbeitungsverzicht, reduzierte Bodenbearbeitung der Raps im Wasserschutz umsetzen oder gar nicht machen? Ja, nein, vielleicht. Ankreuzen bitte. Würde ich nur dann eingehen, wenn die Ernte ohne Probleme verlaufen ist. Dann kann man sich sowas mal erlauben. Ansonsten müssen wir zumindest die Spuren rausarbeiten. Das bedeutet mindestens 15 Zentimeter lockern. Im eigenen Betrieb würde ich es nicht machen. Ja, wunderbar. Ich habe noch 5 Sekunden, mich zu verabschieden. Ihr habt einen fetten Applaus gekriegt, Gerrit und Florian. Das kriegt nicht mal die Tagesschau. Und ja, ich bedanke mich. Morgen früh, hoffe ich, sind Sie wieder mit dabei. Um 9 Uhr wieder Gerrit und Florian. In der gleichen Reihenfolge, gleiche Abläufe. Sie können das direkt morgens aus dem Bett zugucken hier bei uns. Und melden sich schon mal an. Die Plätze sind wie immer begrenzt. Und damit gebe ich ab an Jens Riewer. Vielen Dank. Macht's gut. Bis morgen. Es gibt Jobs, die in der Krise zum Erliegen kommen. Und welche, die nicht zum Erliegen kommen dürfen. Ein Dankeschön an all die Landwirte, die weiterhin dafür sorgen, dass wir etwas zu essen auf dem Tisch haben. Wir als regionaler Produzent versorgen den Handel auch in Krisenzeiten mit Düngemitteln und garantieren ihnen weiterhin eine umfangreiche Beratung. SKW Stickstoffwerke Piesteritz sagt Danke.